Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Wir gehen für euch in die Disco, damit ihr es nicht tun müsst. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Trek Nerds, dem Star Trek Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael. Dienstagabend, kurz nach 9:30, hier sind wieder die Trek Nerds von Nerdizismus. Mein Name ist Chris und mit mir dabei ein, ja, behaarter Michael. Ich wollte schon gerade sagen, so, eure Track-Nerds, Chris und Michael, so, hä? Nee. Ja, hier ist der Gordon vom Videogamecast. Wer uns regelmäßig hört, wird ihn schon kennen. Ich war bei euch zu Gast, du warst bei uns zu Gast. Wir haben über Star Trek Games damals gesprochen, in einer launigen Runde. Und jetzt hast du mir letztens per WhatsApp geschrieben, da gibt es noch viel mehr Star Trek Games, die wir gar nicht besprochen haben. Ich dachte, wir hatten damals mehr oder weniger alle. Nee, es gibt eine ganze Menge mehr noch. Das ist ein Fass ohne Boden, vor allen Dingen ohne Qualitätsboden. Obwohl. Ich wollte gerade sagen, aber dann haben wir halt den Schrott nicht besprochen. Und die fairerweise, die 15 bei Star Trek, die Menge der Spiele, die sehr schlecht sind, hält sich doch stark in Grenzen. Das ist eher eine Seltenheit. Also da wurde sehr viel Liebe reingelegt über die letzten 40 Jahre, was die Spiele angeht. Also, da gibt es auch eine Menge gute Spiele, will ich nur dazu sagen. Aber es ist gar nicht das Thema heute, ne? Nee, heute ist es nicht das Thema. Wir wollen, und der gute Gordon ist eingesprungen für den Michael, weil der Michael hat ja Kinder, also bringen die Kinder auch Krankheiten mit, ne? Und dementsprechend. Der Gordon hat auch Kinder, aber die ist nicht krank. Das ist, also die eine, die ich habe, die ist wohlauf und ist jetzt gerade ins Bett gegangen, also alles cool. Und deswegen ist der Michael heute unpässlich und damit aber der Stream nicht ausfallen muss, habe ich dann morgen den lieben Gordon gefragt. Und natürlich hat er sich bereit erklärt zu einem völlig unausgewogenen Podcast heute Abend. Ja. Denn wir werden sprechen über Star Trek Discovery, über die Folgen 8 und 9. Bevor wir das aber tun, für alle, die aus irgendwelchen Gründen heute zum ersten Mal dabei sind, dann schaut doch mal auf nerdizismus.de, dort findet ihr auch die restlichen Folgen unserer kleinen Show, wenn es über Star Wars geht oder demnächst auch dann über Herr der Ringe. Ihr könnt was über Game of Thrones finden, über bald wieder The Walking Dead mit dem Andreas vom Discovery Panel. Wir sprechen aktuelle Filme durch und natürlich könnt ihr uns dort auch eine E-Mail hinterlassen an info@nerdizismus.de oder ihr schreibt eine WhatsApp an die 01525 964 7709. Dort könnt ihr auch Sprachnachrichten hinterlassen oder ihr könnt auf unserem Discord chatten unter nerdizismus.de/Discord. Ja, Track Nerds mal wieder das zweite Mal wieder live. Wir haben ein bisschen längere Pause gemacht. Ich hatte ja dann auch im Podcast, also in der Podcast-Version des letzten Streams ja dann auch eine kleine Vorankündigung gemacht, dass es keine Recaps mehr von mir geben wird, bis auf Weiteres, weil es mir schlicht und ergreifend einfach zeitlich nicht mehr passt und es echt stressig ist. Und ich habe es gern gemacht. Ich mache es auch vielleicht irgendwann mal wieder. Müssen wir mal schauen. Im Moment wird es aber definitiv keine geben. Kurze Ankündigung noch. Wir werden auch Picard becasten. Da wird die Reihenfolge aber auch so sein, dass wir immer drei Folgen Picard becasten werden und die letzte Folge zur Folge 10 dann einen Livestream machen werden. Das heißt, wir machen mit den Track Nerds eine kleine Livestream-Pause, so bis Ende April oder Mitte April. Also es sind ja, glaube ich, 10 Folgen Picard. Das heißt, wir werden immer drei nehmen, die am Stück in einem Podcast besprechen und dann zur letzten Folge sozusagen als Staffel-Recap und für die letzte Folge dann einen Livestream machen. Warum? Weil, ich hatte es gerade eben schon gesagt, zwischendrin halt eben auch noch The Walking Dead ansteht mit der finalen Staffel, die will auch betreut werden. Dann gibt es diverse Kinofilme, in die wir jetzt dann auch wieder gehen werden. Die stehen auch an und es wird sonst einfach ein bisschen viel. Und wir wollen ja, und das sind wir ja primär ein Podcast, also für euch natürlich trotzdem Output machen, aber das gleichzeitig dann auch noch zu streamen und die Vorbereitung und so weiter, das wäre ein bisschen viel. So, das zur Vorrede. Wir haben auch auf die letzte Folge etwas Feedback bekommen. Ja, ist
ist weniger als sonst. Ich könnte mir auch vorstellen, weil auch die Quoten von Discovery ehrlich gesagt auch nicht mehr so dolle sind. Also wenn man sich die Google Trends anguckt, und das kann ich jetzt ja loswerden, weil der Michael nicht da ist, der sonst immer die Augen rollt, wenn ich die Google Trends erwähne, dann sieht man schon, dass die Nachfrage da ganz kräftig nach unten geht. Und als letzte Woche Picard auf RTL 2 lief am Freitag und am Samstag, da war schlicht und ergreifend überhaupt kein Bass mehr. Also auf Twitter ging ja gar nichts zu dem Hashtag und auch die Einschaltquoten waren irgendwie mit 2,3% weit hinter den Erwartungen. So, wir haben, wie gesagt, habe ich ja gesagt, Feedback bekommen. Will ich euch nicht vorenthalten. Zum einen unser treuster WhatsApp-Schreiber, an dem solltet ihr euch ein Beispiel nehmen, der Benjamin. Er schreibt uns, liebe Track-Nerds, wieder eine schöne Folge, schön. Inhaltlich gibt's von meiner Seite gar nicht so viel zu sagen. Das wäre echt Rosinenpickerei. Normalerweise schreibt der Benjamin nämlich immer sehr lange WhatsApps. Nicht, dass die jetzt viel kürzer wäre, aber er geht auf ein paar andere Sachen ein. Es gäbe allenfalls eine Sache, die aber gar nicht so sehr mit den besprochenen Folgen zu tun hat und somit auch gar keine Rezension darstellen soll. Eher so ein paar Gedanken, die ich mal in den Raum stellen möchte. Und vielleicht, lieber Gordon, fühlst du dich ja gleich befleißigt, auch dazu mal was zu sagen. Wir bemängeln ja immer wieder, dass man von der restlichen Brückencrew relativ wenig zu sehen bekommt. Ich schließe mich dem an. Ich würde auch gern mehr von Owashikun, Detmer, Rice, Bryce, oh, da können wir gleich noch drüber sprechen, etc. sehen und hören. Ich habe da aber letztens ein Argument dafür gelesen, warum da gar nicht so wahnsinnig viel kommen kann und es ist nicht von der Hand zu weisen. Also, bei den früheren Star Trek Serien gab es immer so 7 bis 9 Hauptcharaktere und das waren dann meistens auch die oder ein Großteil der Brückenbesatzungen. Bei Disco gibt es auch 7, beziehungsweise nach Tillys Abgang nur noch 6 Hauptcharaktere. Das sind aktuell Burnham, Book, Saru, Stamets, Kalber und Adira. Es sind noch deutlich mehr Leute auf der Brücke. Da diese aber nicht zu den Hauptcharakteren bezählen, bekommen sie auch automatisch weniger Screentime. Wenn man in die Vergangenheit schaut, ist das auch gar nichts Neues. Mal ehrlich, bei TNG, wer weiß die Namen oder gerade die Hintergründe des Crewmitglieds, das da vorne auf der Brücke neben Data am Steuerpult saß, wenn es nicht wie in Staffel 1 Worf oder LaForge oder ab Staffel 2 Wesley Crusher abkam, genau, vielleicht Rolaren war. Da saßen doch dann auch ständig wechselnde Gesichter, die oft nicht mal einen Namen hatten und auch meist nichts gesagt haben, was über iCaptain hinausging. Gleiches gilt für die Leute, die hinten auf der Brücke an den Wissenschaftsstationen gearbeitet haben oder für die Bajoraner, die auf Deep Space Nine hinten auf der Ops rumsprangen. Oder bei TOS, da waren auf der linken Seite der Brücke auch diverse Stationen, die auch besetzt waren mit nie wichtigen Leuten. Man könnte das sogar noch weiterspinnen. Bei TOS war Uhura Teil des Maincasts. Wie viel erfährt man eigentlich über sie selbst und über ihren Hintergrund oder Sulu oder Chekhov? So richtig Hintergrundinformationen zu den Charakteren gab es da auch kaum. Sie sind halt bei den Missionen dabei, mal mehr, mal weniger. Insofern steht Disco da gar nicht mal so schlecht da. Wie seht ihr das? Zum Schluss auch noch am wichtigsten vollstes Verständnis dafür, dass ihr an der einen oder anderen Seite Stelle etwas kürzen wollt. Das eigene Wohlbefinden ist nun mal am wichtigsten und das Ganze soll euch ja weiterhin Spaß machen. Insofern macht weiter so, wie es euch am besten passt und dann passt das auch für mich. Alles Gute, viele Grüße aus Berlin, Benjamin. An der Stelle nochmal vielen Dank, Benjamin. Ja, lass uns mal kurz drüber sprechen. Ist da was dran? Und im Chat wird auch schon geschrieben, da ist was dran. Ja, rein faktisch finde ich, ist was dran. Aber wir reden halt auch von einer Evolution im Fernsehen und im Serien inszenieren. Und dahingehend kann ich damit einfach nicht mehr d'accord gehen. Ja, das hat man früher so gemacht. Ich bin auch nicht der, der sagt, früher war alles besser, weiß Gott nicht. Aber heutzutage haben wir andere Standards und da kann ich meiner Meinung nach sowas halt nicht machen. Du, das ist ja auch was ganz anderes, wenn ich jetzt Next Generation mit seinen 22 Folgen pro Staffel vergleiche mit einer Serie, die 10 Folgen pro Staffel 13 bekommt. 13 jetzt in dieser. 13 Folgen pro Staffel bekommt. Die Menge der Füllfolgen sollte sich dementsprechend auf ein paar begrenzen. Und ich habe natürlich auch weniger Exposition für alle möglichen Charaktere. Also da gibt es keine
weniger Platz für eine Folge, wo halt Worfs Kind vorgestellt wird über mehrere Iterationen. Jetzt bei Discovery dann irgendein neuer Charakter, der mit reingeschmissen wird. Und sie haben es ja am Anfang schon direkt verbaut, indem sie halt 20 interessante Charaktere auf diesem Raumschiff verteilt haben, die alle irgendwas Spezielles können. Das kommt ja auch noch hinzu. Da ist ja keiner normal. Das ist alles was Besonderes. Jeder hat seinen eigenen Character-Trait. Ist ja auch irgendwie logisch. Und wenn du die halt alle interessant machst oder interessant vorstellst, dann erwarten die Zuschauer ja eigentlich auch, dass da am Ende was davon gezeigt wird und sind zu Recht enttäuscht, wenn es dann nicht passiert oder wenn die so abgefrühstückt werden, wie, Ariel zum Beispiel. Den Namen. Ja, ja, genau. Der Klassiker halt, ne? Genau, der Klassiker. Ich hoffe, das ist die ich meine, die Schauspielerin, die Schminke nicht vertragen hat und diese dann kurzerhand vom Roboter zum Menschen umbasteln mussten. Wo man sich ja auch was hätte einfallen lassen oder so. Ja. Ne? Aber hat man nicht. Man hat ja halt dann einfach eine neue Rolle gegeben. Ist ja schön, dass die Sarah Mittig noch mitmachen darf, so heißt die Schauspielerin. Aber das ist so ein Klassiker und da stimme ich dir vollkommen zu. Man macht halt diese Charaktere auch interessant, bis, das notieren wir uns mal, Bryce und Rice. Ja, ich weiß nicht, was die zwei sollen. Also, ja, natürlich hast du in der Retrospektive recht. Nein, ich finde, ich habe heute andere Ansprüche an eine Serie und wie du es genau gesagt hast, wenn man die halt interessant anteasert, dann muss es halt auch ein Payoff haben. Und wir sind jetzt in der vierten, bald fünften Staffel. Ich finde, da kann man sich halt auch wirklich mal Zeit nehmen und mal ein bisschen erklären, warum die Washington jetzt da hier einen auf Mr. T macht und perfektes Beispiel, ne? Ja. Oder woher jetzt genau die Implantate von Detmar kommen, etc. pp. Da wird dann so ein PTSD mal angedeutet für zwei Folgen und es wird danach einfach hinten runterfallen gelassen. Das sind halt eben diese Dinge, ja. Oder der Rice kommt dann mal ins Bild und sagt, meine Familie ist bei einem Unwetter gestorben. Tschüss. Ja, so, okay. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Ja, Es ist halt irgendwie, also auf der einen Seite kannst du sagen, die Schreiberlinge sind irgendwie schlecht oder haben nicht genug Screentime für ihre Geschichten, die sie sich da ausdenken. Auf der anderen Seite werden so viele Faktoren reinspielen. Ne? Das sind ja Verhandlungen, die im Hintergrund laufen von jedem einzelnen Charakter. Ne? Wie es in der nächsten Staffel aussieht, wie kommst du rein, wie sieht es mit der Screentime aus, wie viel Exposition kriegt dein Charakter, wohin entwickelt der sich? Das sind ja alles Verhandlungen, die da laufen und das macht natürlich so ein bisschen die Illusion kaputt, wenn man irgendwann vermeintlich versteht, wie das so in Hollywood funktioniert. Aber andererseits denke ich mir, das ist mir alles scheißegal. Ich will, dass das eine gute Serie ist, ne? Das ist mein Star Trek in Anführungszeichen. Ich will, dass das gut läuft. Ja, und dann sind halt alles nur Ausflüchte. Ja. Dafür, dass es nicht gut läuft. Bezüglich zum Writers Room hatte ich letztens ein interessantes Interview gelesen mit Michelle Paradis, keine Ahnung, wie sie sich ausgesprochen haben möchte. Und da hat sie über den Writers Room und die Besetzung gesprochen und da hat sie was Interessantes gesagt, ich kürze das jetzt einfach mal zusammen, nämlich, dass der Writers Room einen ganz hohen LGBTQ-Anteil hat. Und ach, wer hätte es gedacht? Und das macht nämlich dann auch Sinn, denn ganz ehrlich, die einzig gescheiten Charakter, die sie haben, sind nämlich alle LGBTQ-Charakter, weil die funktionieren und die anderen funktionieren halt im Grunde genommen halt alle nicht. Ja? Das ist ja, ich habe das mehr als einmal gesagt und wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich sind Kalber und Stamets und Adira und Grey, bis er lebendig wurde, ja, eigentlich noch die sympathischsten und die, sag ich mal so, ja, halt auf einem Schiff voll Idioten sind es wenigstens die halbwegs normalen. Das sind die ausgearbeitetsten Charaktere. Genau, richtig, sind die ausgearbeitetsten, ganz genau. Du hast halt das schwule Pärchen, ne, mit dem Arzt und dem Wissenschaftler, die haben Höhen und Tiefen in ihrer Beziehung. Also das ist eine ganz normale Beziehung, ne, und es ist halt interessant, weil das doch relativ selten behandelt wird, ne, und du siehst halt, das funktioniert wie jede andere Beziehung auch. Und bei den anderen beiden, ja, auch mal was Neues, ne, mit einer vermeintlich psychischen Erkrankung halt umzugehen, dass du dir halt einen unsichtbaren Freund halt vorstellst, ne, bis der dann lebendig wird. So, das ist ja endlich mal was Neues und auch endlich mal was, mit dem du dich auch irgendwo, ja, wahrscheinlich auch identifizieren kannst. Ne? Also absolut, du kannst auf jeden Fall mitfühlen. Da hast du Empathie, die da mitschwingt. Und deswegen
Deswegen ist halt auch die Burnham so unsympathisch. Ja, dann, man könnte jetzt fast sagen, ja, da möchte im Prinzip der Writers Room im Grunde genommen der keine Ahnung, der heterosexuellen Burnham eins auswischen, indem sie absichtlich unsympathisch schreibt und alle LGBTQ-Charakter absichtlich richtig sympathisch schreibt, ne? Keine Ahnung. Also man merkt halt irgendwie, oder nachdem ich das gelesen hatte, habe ich wirklich gedacht so, okay, ja, das erklärt einiges. Die können halt diesen Part und den anderen halt nicht. Und dann finde ich, muss man entweder mehr Ausgewogenheit reinbringen oder sie sollen halt dann vielleicht mehr Arte-Filme machen. Und jetzt sehe ich schon die Zuschriften wieder. Eieiei. Ja, jetzt wird schon wieder abgehen. Deswegen gehen wir gleich mal zum nächsten Kommentar vom El Mercy. Der schreibt, hallo Chris und Andreas Michael. Oder war es Michael Andreas? Also, lieber El Mercy, jetzt mal ohne Witz, ne? Also wenn du den Andreas vom Discovery Panel, der bei uns hier zu Gast ist bei The Walking Dead, und den Michael nicht auseinanderhalten kannst, das ist schon, uiuiui. Ich krieg das noch hin, schreibt er mir das zu merken, keine Sorge. Freut mich riesig, dass er auf jeden Fall am Ball bleibt mit dem Podcasten. Die deutsche Podcast-Szene ist ziemlich überschaubar. Finde ich eigentlich nicht. Eigentlich macht jeder Depp einen Podcast. Also, auf jeden Fall. Ey, ganz ehrlich, Im Moment macht eigentlich gefühlt jeder Depp einen Podcast. Jeder macht, und dann höre ich da teilweise da rein und denke mir so, boah, du hast halt einfach nichts zu sagen. Ne? Also ich will jetzt nicht von uns den Anspruch haben, dass wir unbedingt was zu sagen haben, aber da sind schon einige dabei. Ja. Ich schäme mich auch inzwischen, das zu sagen. Ja. Ne? Aber ja, ich sage dazu immer, hi Gordon und so, ja, ich mache auch einen Podcast, aber schon seit 12 Jahren. Ja, genau. Wir machen das schon, bevor es nicht cool war. Ja, genau. So, da ist Nerdizismus einfach unverzichtbar. Vielen Dank, lieber El Mercy. Apropos beschimpfen, geht das auch per Voicemail? Ja, ihr dürft uns auch auf den Anrufbeantworter quatschen. Ich würde ja, aber um ehrlich zu sein, die Recaps waren jetzt nicht das Podcast-Highlight für mich, okay? Weißt du, Alex, ist immerhin ehrlich. Aber ist in Ordnung. Ist ja alles gut. Vielleicht, weil ich Disco nicht gucke, so haben die Gags bei mir nicht gezündet. Ja, das erklärt es. Und ich höre euch immer beim Spazierengehen. Insofern brauche ich auch den Videostream nicht unbedingt. Ich habe ein paar davon geschaut und das hat auch durchaus Mehrwert. Aber der Podcast ist für mich klar das Wichtigste. Da stören mich die Kürzungen nicht so sehr. Mein Lieblingsrecap war übrigens das. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr vom letzten Mal. Stimmt, da habe ich mich einfach geweigert, eins vom vorletzten Mal, Folge 3 und 4, da hatte ich mich einfach eins geweigert zu machen. Es war also unglaublich dämlich. Das habe ich gelacht. Das Launige, sei es gut oder schlecht gelaunt, ist für mich das Markenkern von eurem Podcast. Und oh mein Gott, dieser Schwachsinn, Chris, und aber das kannst du doch so nicht sagen, Michael. Finde ich sehr gut, wie an und dazu mal Spock und Pille. Jetzt habe ich den Faden verloren, halte die Ohren steif. El Mercy, vielen Dank, lieber El Mercy. Dann hat uns eine Nachricht erreicht von einem User, der nennt sich Hoppla die Hopp, und der meint es ganz besonders gut mit uns. Zum einen hat er uns eine schöne Nachricht geschrieben. Hallo liebe Nerdizisten, ich muss mich mal herzlich bei euch bedanken. Da ich kürzlich eine Augen-OP hatte und ein paar Tage nicht viel sehen konnte, haben mich eure tollen Podcasts über diese öde Zeit gebracht. Ganz besonders mag ich für mich zwei Sachen ganz speziell bedanken. Zum einen haben mich eure großartigen Star Trek-Episoden an die guten alten TV- und Star Trek-Zeiten und Filme herangeführt. Ich schaue gerade mit meinem 9-jährigen Sohn sämtliche TNG-Folgen und wir lieben es beide. So bescheiden die aktuellen Star Trek-Serien auch sein mögen, die alten Serien sind erstaunlich gut gealtert und gefallen mir jetzt noch viel besser als früher. Zum anderen finde ich es auch einfach klasse, dass ihr sowohl kritisch seid, aber auch die wenigen positiven Dinge ansprecht. Ohne euch hätte ich zum Beispiel nie Masters of the Universe Revelations angeschaut. Einfach großartig, bitte macht weiter so. Vielen Dank dafür. Und dann fragt ihr noch, PS, kann man uns irgendwie unterstützen? Und das leitet mich dann auch über zu dem, was ich auch schon mal gesagt habe. Ja, ihr könnt uns unterstützen, weil das immer wieder kommt. Das Brot des Podcasters sind die Reviews. Das heißt, gute Bewertungen auf iTunes. Ne? Genau, gute Bewertungen auf iTunes. Das ist halt nun mal die wichtigste Podcast-Plattform immer noch. Und da hilft es einfach dem Algorithmus, wenn man da regelmäßig Bewertungen kommt, wie zum Beispiel die dann der Hoppla die Hopp auch geschrieben hat. Großartiger Podcast, der mich viel zum Lachen bringt. Für mich der Podcast für anspruchsvolle Nerds. 5 Sterne, vielen lieben Dank. Ihr dürft natürlich auch nur 3 oder 4 oder 1 Stern vergeben. Aber wenn ihr einen Stern vergebt, dann tut mir einen Gefallen und schreibt dazu, warum. Das will ich dann wissen. Wir haben eine einzige, glaube ich, zwei.
bei Track Nerds war eine 1-Sterne-Bewertung, jetzt reicht's. Ja? Und beim Nerdizismus war dann auch, also wir haben das hier in unterschiedlichen Feeds, war dann auch eine 1-Sterne-Bewertung. Der hat sich dann darüber beschwert, dass wir irgendeinen Perry Roden Podcast nicht verlinkt haben. Dabei muss man nur Perry Roden Podcast googeln und die dritte Macht ist auf Platz 1. Also, hä? Also wir haben keine 1-Sterne-Bewertung, aber ihr habt, also es ist ja, ja. Das ist ja eine Frechheit. Und dann haben wir noch bei Game of Thrones, also bei Game of Nerds haben wir auch eine 1-Sterne-Bewertung. Da steht dann drunter unorganisiert und planlos oder so. Und dann denken wir so, okay. Wenn irgendein Podcast organisiert ist, also Struktur hat, dann bei uns. Aber da sitzt du manchmal davor und denkst du so, egal. Also, wir würden natürlich gern weiterhin Bewertungen von euch bekommen, gute oder schlechte. Aber wenn ihr schlechte schreibt, dann schreibt auch ein bisschen ausführlicher, was euch nicht passt. Denn nur so können wir lernen. Aber wir freuen uns natürlich auch über gute Bewertungen. Das könnt ihr also bei iTunes tun. Da braucht ihr natürlich einen Apple-Account. Das könnt ihr aber auch jetzt bei Podcast Addict tun. Und das macht eigentlich, sollte mal die Mehrheit unserer Hörer machen, wenn eure App also Podcast oder Radio Addict heißt, was laut unseren Statistiken, was bei 3/4 der Fall ist, dann geht doch da mal auf die Bewertungen und lasst mal eine kleine Review da. Und ihr könnt auch bei Spotify jetzt bewerten. Da kann man nichts schreiben, da kann man nur Sterne geben. Haben schon etliche gemacht, freuen wir uns natürlich auch. Also der Hintergrund ist, der Algorithmus, der Suchalgorithmus spielt Podcasts, die regelmäßig Bewertungen kommen, einfach nach oben. Und dann können noch mehr Leute vom wahren Nerdizismus erfahren. Und das ist doch eigentlich ja, das, was wir alle wollen. So, das war jetzt mal die etwas längere Intro-Geschichte. Jetzt wollen wir mal auch einsteigen in die Folgen. Wir haben heute zwei zu besprechen, die Folge 8 All-In und die Folge 9 Rubicon. Hm. Ja, damit die neuen Hörer auch... Du wirst auch schon dünn mit dem Inhalt auf einmal, ne? Auch mal wissen, wo stehst du denn, Gordon, ganz kurz so grundsätzlich bei Discovery und bei der 4. Staffel? Einfach nur mal so, dass man weiß, wo... So der Meinungsspektrum sich ungefähr... Oh, hättest du mir die Frage mal vorher stellen können. Jetzt muss ich mir aus den Fingern saugen. Also, bezogen auf die 4. Staffel, so mäh. Die Staffeln davor waren so sehr mäh. Also, das ist einfach... Gib mir mal eine Minute, ne? Das ist einfach, so wie Star Trek Picard auch, hat das nicht besonders viel mit Star Trek zu tun. Die erste Staffel bei Discovery noch mehr als alle folgenden Staffeln. Wenn man das mit einem Satz beschreiben müsste, wäre es Style over Substance, wenn ihr das was sagt. Aber sicherlich sagt ihr das was. Also das ist das, womit ich die ganze Serie beschreiben würde. Und das fällt an allen Ecken und Enden fällt das auf, ne, dass sie unheimlich viel Liebe und Detailreichtum in jede Staffel neue Kostüme reinstecken, neue Teile des Raumschiffs zeigen, ganz viel Liebe in CGI-Sachen reinstecken und das war es dann halt auch. Ist ja auch okay, ne? Aber es spiegelt halt auf jeden Fall nicht das wider, was Star Trek vorher 30 Jahre lang gemacht hat. Insofern, die 4. Staffel ist da auch nicht besonders viel besser. Gut, dann wissen wir an der Stelle jetzt so ungefähr, wo wir dich einordnen können. Wie gesagt, wir haben nie behauptet, dass es ein ausgewogener Podcast heute wird oder auch grundsätzlich. Aber ich sag mal so, wir versuchen schon natürlich auch die guten Dinge zu erwähnen, sofern es sie gibt. Und wer uns gut über Star Trek reden hören will, der soll einfach mal unsere Lower Decks Folgen hören. Ja, da erfährt man ganz andere Check Nerds. So, also steigen wir mal ein in die Folgen 8. Und 9. Wir haben also die Folge 8. Ja, du hast es im Vorgespräch schon gesagt. So eine klassische Geschacht gesagt. ich meine, schottischer Akzent. Dein Sean Connery-Akzent. Mein Sean Connery-Akzent, genau. du hast es schon gesagt, eine klassische Füller-Episode. Aber eine, die, wie ich finde, Potenzial für eine halbwegs nette, guckst du so weg-Geschichte hat. Aber wie so oft bei Star Trek Discovery und auch bei Picard, aber jetzt reden wir über Picard, die in den Details einfach unglaublich patzt. Ja, interne Continuity, Riesenthema, Sinn, Zweck, Riesenthema. Und so dass halt die teilweise, ich sag mal jetzt nicht innovative, aber trotzdem halbwegs amüsante Story dann halt ein bisschen hinunterfällt. Du hast aber im Vorgespräch auch gesagt, du hast die Folge so präsent. Wie kannst du denn dieses Ding noch so präsent haben?
Indem ich es mir heute nochmal angeguckt habe. Also du kommst heute Morgen auf mich zu. Tut mir leid, dass ich dich da nochmal zu genötigt habe. Mit einer WhatsApp. So, wie fit bist du in Discovery? Ja. Heute Abend Podcast, 20.30 Uhr. Okay. So, scheiße, jetzt muss ich mir den Scheiß nochmal angucken. Ja, und wenn du die präsent hast, dann fallen dir auf jeden Fall sofort, fallen da sofort 1000 Sachen ein, die man über diese Folge an negativen Punkten sagen kann. Aber vielleicht versuchen wir, die positiven Punkte zu finden. Hm? Da sind wir nämlich wesentlich schneller durch. Oh, vielleicht ja auch nicht, sag doch mal. Jetzt sag nicht, es sieht gut aus. Das Was sind denn die positiven Sachen ist, da muss ich mich die Präsidentin von Starfleet? Das ist die Präsidentin von Starfleet. Mhm. Ne? Da muss ich mich anschließen. Burnham, you tend to surprise me. Wo sie den völlig unvorhergesehen, diesen Tracker an dem, ich habe das Material schon wieder vergessen. Ja, Lygotit genau. anbringt. Ja. An dem Zauberkristall anbringt. So, okay, hätte ich nicht gedacht, dass sie ihn hintergeht, also ihren Book. Um dann das trotz, aber es ist halt, also das ist so die tolle Sache an der Serie, natürlich visuell auch gut. Ich muss sagen, mir fällt es immer schwer, alle Alien-Rassen so über einen Hut, über einen Kamm zu ziehen. Ich kann ja keine Sprichwörter, nur über einen Kamm zu ziehen. Ich fand aber diesmal so das Character-Design von dem Typen, dem dieses Casino da gehört hat, fand ich eigentlich gar nicht schlecht. Das muss auch irgendwer Bekanntes gewesen sein. Ich habe versucht, durch seine Maske durchzugucken. Ich habe ihn aber nicht erkannt, aber das war auf jeden Fall kein No-Name-Schauspieler. Vielleicht weißt du ja, wer das war. Und ich fand es schön, dass sie noch mal einen Formwandler mit reingebracht haben, wenn auch vollkommen überflüssig da irgendwo in der Folge platziert. Hätte man auf jeden Fall noch mehr rausmachen können. Das waren so die positiven Sachen an der Folge. Ja, ich finde es lustig, so ein paar Sachen, ich hatte mir durchaus ein paar Sachen notiert. Wie gesagt, so eine kleine Folge, die in so einer Kantina spielt, kann man machen. Ja, alles gut. Da fällt einem jetzt auch kein Zacken aus der Krone. Wenn halt die Folge drauf, sag ich mal, dann dieser Folge nicht teilweise halt widersprochen hätte. Oder wenn man nicht, wie so oft, statt links halt rechts gegangen wäre. Das ist so eine Geschichte. Und bleiben wir mal bei dem Formwandler, der steht für mich so wunderbar exemplarisch für das, was bei Discovery einfach nicht funktioniert, was da schief läuft. Der ist wirklich exemplarisch. Denn zum einen, warum ist der jetzt da drin? Ad 1, ja. Also warum schmeißt man den so einfach so rein? Ist das jetzt so ein Fan-Gimmick? Soll ich jetzt als Fan sagen, oh, look there, a changeling, ja? Weil dann kommt er nicht mehr. So, dann hat man den Effekt, manche sagen geupdatet, ich sage halt fundamental verändert, weil der rieselt in Staub zusammen. Ja, was war das denn, ne? Genau, aber eigentlich sind die ja flüssig. Also Effekte updaten ist das eine, wie dieser Changeling funktioniert, oder das ist ja eindeutig ein Gründer-Change, ein Dominion-Changeling gewesen, ein Wechselbalg gewesen. Das funktioniert, also die funktionieren halt nicht so. Also warum ändert man das? Und dann wird er also dann neben der ganzen der Logik, warum betrügt er überhaupt? Also wenn ich ein Wechselbalg bin, dann kann ich auch anders an Geld kommen. Da muss ich nicht beim Spielen betrügen. Also das macht irgendwie keinen Sinn. Aber okay. Und dann wird er also gefangen und kommt in seine ursprüngliche Gestalt zurück und dann sieht er halt aus wie Odo. Und das ist halt im Prinzip genau der Punkt, wo man sagen muss, ja, und dann passt es nicht, weil ein richtiger Wechselbalg muss nicht aussehen wie Odo. Die sahen nur aus wie Odo, damit er sich nicht so alleine fühlt. Und das zeigt mir halt, dass sie halt keine Ahnung von dem Ganzen haben. Nee, die haben das nicht verstanden, wie das funktioniert. Die haben die Folge nicht nochmal geguckt. Genau. Nein, die haben das einfach nicht geguckt. Und so, da hat irgendeiner im Writers Room meine so, ey, wie viele Jahre ist jetzt eigentlich René tot? Ja, okay, da ist irgendein Zyklus drin, den müssen wir mal wieder hervorkramen. Also ist jetzt sehr, sehr spitz formuliert, ne? Aber ich weiß nicht, die werden ein Buch haben mit Rassen. Irgendwie sowas, so eine Art Bibel, schätze ich mal. Und da hat er durchgeblättert, ne? Was können wir machen? Klingone, nee. Ferengi, nee. Sagen wir noch. und warum machen sie die zwei Rassen nicht? Weil der Backlash aus dem Fandom so groß war, dass sie sich nicht mehr trauen, zu Recht. Klingonen zu machen. Zu Recht. Und Ferengi ist nur noch so im Hintergrund. Ja. Sie haben es halt kaputt gemacht. Die haben die Klingonen einfach kaputt gemacht. Und die Ferengis, also alle anderen eigentlich auch. So, und dann nehmen sie halt welche, die wurden schon kaputt gemacht. Ja,
Und das steht halt so symptomatisch irgendwie, ne? Das wird so reingeschmissen in diese Folge und man freut sich irgendwie so, denkst, ach, guck mal, jetzt machen sie irgendwas und dann ist er weg. So, okay, hä? Okay. Kommt er nochmal? Nö, ach so, kommt nicht mehr, okay. Natürlich kommt er nicht mehr. Ach, Schmarrn, natürlich kommt er nicht mehr. Und dann, dadurch halt permanent nicht in dieser Geschichte halt eben drin bin, dann fange ich halt an zu überlegen, Moment mal. Wieso sah der jetzt so aus? Macht doch gar keinen Sinn. Ja? 900 Jahre später kennt der nicht mehr Odo. Ja? Also das ist wie wenn, keine Ahnung, ich als Deutscher in die USA fliege und dann so tue, als wäre ich Siegfried der Drachentöter oder keine Ahnung, so auf dem Level läuft es ab. Ja? Wie konnte sich denn der Formwandler, wie konnte sich der in, was war das, ein Tribble? Wie heißt der? Tribble? Ja. Wie konnte sich in so ein, die müssen doch, ich überlege die ganze Zeit. Ja, das ist aber schon, du meinst, wie er sein, das ist so ein Ding, Masse? das bewegt den Fandom schon seit Deep Space Nine Zeiten, weil Odo es auch schafft, so klein zu werden und ich glaube, das Größte, was er jetzt macht, dann ist ging so, das groß, okay. so eine große Felseninsel oder so zu werden. Also das ist immer schon so, so ein Ding, wie das funktionieren soll, wird nicht großartig geklärt. Ja. Im Chat wird noch geschrieben, der Limek schreibt, ich finde das neue Andorianer-Design auch übel, obwohl noch am Originalsgetreuesten sehen aus wie von der Blue Man Group, ja, mit Antennen. Ja, aber die Andorianer, ich meine, das sind ja so die, also so Prototypen-Aliens, ne? Also wenn du dir Außerirdische vorstellst, dann blau und mit Antennen. So ist ja okay. Die haben sie halt wenigstens, dank Enterprise, sind die ja endlich mal Badass geworden. Ja, okay. Ja, genau. Gehen wir mal kurz in die Folge ein. Also wo haben wir in der Folge 7 aufgehört? Nämlich, dass der Buck und der Taka mit der noch nicht fertigen isolinearen Waffe auf dem Weg sind, die Anomalie, die DMA, in die Luft zu sprengen, wohingegen doch die Mehrheit der Föderation für eine Kontaktaufnahme gestimmt hat. So, und ganz entgegen ihrem Naturell ist die Michael auf einmal ganz pflichtbewusst und dachte, das können wir ja nicht durchgehen lassen. So, das war die Prämisse. Und jetzt brauchen die beiden also, the most wanted galaxies, most wanted persons, brauchen jetzt also dieses isolineare irgendwas und das kaufen sie dann bei so einem zwielichtigen Gesellen in seiner Kantina. So, und da kommt halt die Michael auch sofort auf die Idee, dass sie das ja nur da kaufen können, weil das haben sie halt schon früher so gemacht. Okay, alles klar. Und dann fliegt man dann dahin. Nein, man fliegt nicht, man springt. Ja, richtig. Man springt in die Nähe. Jeder kann jetzt springen. Genau, man springt in die Nähe, sagt dann irgendwann, ja, this place hates Federation. Und dann beamt man in Uniform da rein. Ja. Verstehst du, das meine ich mit Details. Dann sagt einen Satz vorher noch, die Föderation ist hier nicht willkommen. Und eine Szene später fliegt man mit einem Föderations-Shuttle dahin und beamt dann in Uniform da rein. Es hätte halt nur noch gefehlt, dass der Barkeeper sagt zu denen, ihr seid, eure Art ist hier nicht willkommen. Was ich dann schon wieder gut gefallen hätte. Es wäre halt lustig gewesen, aber die nehmen sich halt bitter ernst. Das ist das Problem in der Serie. Die denken halt, die machen das richtig. Das ist, die sind da in dem Writers Room drin, ne? Und wer weiß, wie die Schauspieler drauf sind, aber ist auch egal. So, und die sagen so, nee, wir machen hier ernsthaftes Star Trek. Ja. Und das ist das Problem. Das ist das Grundproblem in der ganzen Sache. Und dann hast du auch halt mit Michael Burnham halt die schlechteste Einkäuferin diesseits des Mississippis, ja, indem sie halt dem Broker halt sofort ihr ganzes Geld zeigen. So, guck mal, das haben wir dabei. Und das der, haben wir. Ja, und der Geld ist ja, doppelt. Genau so. So. Vor allen Dingen, die kennen sich ja auch anscheinend durch ihre Zeit, als sie aus Versehen in der Zukunft gelandet ist und die Discovery halt erst ein Jahr später, ich weiß nicht, wie viel, ich glaube ein Jahr war das oder später. Irgendwie sowas, ja. Irgendwie sowas in dem Dreh, kennen sie ja auch alle, ne? Und die haben halt alle schon mal Geschäfte gemacht. Sie kennt ja auch die ganze Galaxis, ne? Die waren überall in der ganzen Galaxis unterwegs und jeder weiß, und natürlich, dumm wie sie ist, legt sie ihr in Gold gepresstes Latium auf den Tisch und hier, das ist, was ich habe, ich will das dafür, nee, du bist von der Föderation, du hast garantiert noch mehr, ich will erstmal doppelt oder dreifach von dem haben, was du hast. Ja gut, okay. Ja. Wie konnte das nur passieren? Und vor allem, was halt dann auch noch wäre, was ich mir dann so überlegt habe, Latinum schön und gut, aber wäre Dilithium nicht eine härtere Währung im Moment? Ja, absolut, ne? So, okay, ich kann bei Dilithium ja noch verstehen, dass man das irgendwie nicht replizieren kann.
Ne? Aber warum? Aber die Föderation verteilt doch im Moment die Lithium wie an jeden, der es haben will und bei drei nicht auf dem Baum ist. Ne? Dafür haben wir eine ganze Staffel leiden müssen, dass wir jetzt wieder die Lithium haben. Naja. Dann kriegt es keiner. Ja, also das waren so, und dann ist es natürlich, und jetzt werden viele wieder sagen, dann, oh, ihr seid so kritisch und so nitpicky. Ja, dann ist halt die Folge für mich an der Stelle einfach schon auseinandergefallen, weil es halt völlig vermeidbar, also du musst ja nur die Lithium, Latinum gegen die Lithium austauschen. Das sind ja, ich sag ja nicht, du musst die ganze Folge umschreiben, du musst nur Kleinigkeiten, du musst einfach die nicht in Starfleet-Uniformen da drauf beamen lassen, sondern sich vorher umziehen lassen. So wie in der Staffel davor auch. Die haben sich doch andauernd verkleidet, umgezogen. Ja. Oder wie Monsieur Picard auf dem Casino-Amazon-Planeten auch plötzlich einen Piraten spielt. Ja. Ja. So, auch wenn er und, natürlich. Aber es fängt eigentlich schon vorher an. Vorher sagt der Admiral, ne, ey Burnham, du gehst da hin, weil du hast die unkonventionellsten Methoden drauf. Du bist hier mein Ass im Ärmel und weiß ich nicht was. Der Honig tropft. Das Süßholz fällt ihm aus dem Gesicht. Nee, so ist der nicht. Der ist stocksteif. Alter, der hat die Mumie damals zurückgebracht. Der lässt die nicht einfach losfahren. Weil jetzt hol das mal zurück. Der hätte alle anderen Schiffe geschickt. Aber nicht die, die verliebt in den Book ist. Nee, das hat auch schon nicht. Da dachte ich mir auch so, hä, was ist mit dem los? Warum? Vor allem, aber das sagt er, glaube ich, das sagt er in der nächsten Folge. In der nächsten, wo wir gerade bei Admiral Vance sind, in der nächsten Folge sagt er dann, Captain Burnham, you never let me down. Und ich so, hä? Doch, boah, dauernd. Das ist auch ein bisschen verfetscht, ne? Die ganze Zeit eigentlich, ja. So, hä? Ja, wenn dich einer hat hängen lassen, dann die ganze Zeit. Also, wenn man so in Universe denken würde, dann heißt das ja, dass alle anderen noch viel schlechter sind. Also, verstehst du, was ich meine? Ja, das ja. Ist halt so, das, ey, okay, vielleicht ist es auch so, ne? 1000 Jahre oder 1000, weiß ich nicht, wie viele Jahre in der Zukunft, die Föderation ist nicht mehr das, was sie war, bla bla bla, die haben ihre, keine Ahnung, wie viel, wenig Welten gehören noch zur Föderation, 56 oder was sie da gesagt haben. Und das sind einfach alles Pfeifen. Das ist so der Rest, der übrig geblieben ist. Und vielleicht sind die halt alle noch eine ganze Stufe schlechter als Burnham. Man kriegt ja von denen nichts mit. Du siehst ja nie irgendwen anders, der in den Raumschiff fliegen darf. Ja. Also in der nächsten Folge. Naja, auf jeden Fall entbrennt sich dann ein, nee, jetzt müssen wir erstmal gucken, genau, also die Washington, die mal mit darf, ja, und die Burnham haben zu wenig Geld. Sie selber noch sagt, warum darf ich eigentlich mit? Stimmt, sie sagt doch sogar noch, ne? Sie sagt es selber so, ey Burnham, hast du irgendwas verkehrt gemacht? Warum komme ich denn jetzt hier mit? Ja, das stimmt. Da ist, ja, das genau stimmt. Sie sagt sogar noch, wieso darf ich auf einmal mit? Ja, genau. Ja. Richtig, völlig überrascht, wie der Zuschauer auch. Und dann kommt sie dann mit, weil natürlich sie dann halt Wrestling neben ihrer, ich glaube, Tiefsee-Apnoe-Taucherin ist sie ja, glaube ich, auch noch. Und Wrestling kann sie auch. Und von daher ist sie natürlich die perfekte Wahl. Und die kommen also drauf und die Michael ist halt so blöd und sagt halt gleich, ja, so viel habe ich dabei und nicht mehr. Und dann müssen sie Geld gewinnen. Und wie es der Zufall der Drehbuchautoren will, gibt es da halt, gut, das ist jetzt weiß Gott nichts Neues, ne? Man kennt dann so den Kampf. Halt, ne? Genau, man kennt halt dann den üblichen Kampf, mit dem man dann das Preisgeld erspielt. Das hatten wir jetzt bei Shang-Chi letztens nochmal und das ist jetzt auch weiß Gott nichts Neues und das will ich auch der Folge gar nicht vorwerfen. Ist okay. Genau. Was ich mich aber frage ist, hat jetzt die Owoshukuchu hat die jetzt absichtlich verloren, um den Preis hochzutreiben? Okay. Das habe ich mich auch gefragt, als der Kampf war. Und die müssen das halt vorher, hat man nicht gesehen, so weil der Zuschauer halt auch Spannung haben möchte, anscheinend. Die haben sich halt vorher beraten, so, okay, wie können wir das Maximum rausholen? Weil am Anfang stand die Quote ja, ich weiß es nicht mehr, also im zweiten Kampf war sie 1:10 und dann ist sie auf 1:45 irgendwie hochgegangen. Also war sie am Anfang 1:2 oder sowas. Ne? Das so, guckst du dir an, ein Schrank und auf der anderen Seite ein 65-Kilo-Mädel, der Schrank gewinnt. Hat er ja auch. So, dann, nein, lass mich nochmal kämpfen. Na gut. Rematch. jetzt ist aber gut, ne? Sonst tust du dir noch weh und ich will dich nicht hier irgendwie auf der Trage raus. Nein, ein letzter Kampf noch und so weiter. Ja, naja. Also, das muss vorher besprochen worden sein, weil ansonsten hätte Burnham ja auch nicht ihr ganzes Geld in der letzten Runde erst gesetzt. Ja, das hat sie ja vorher, also hat man jedenfalls vorher nicht gesehen, aber sie hat ihre zwei Barren Honigwaben hat sie im letzten Kampf dann halt gesetzt.
man muss es ja mal so sehen, sie gambelt damit mit dem Schicksal der Milchstraße, ne? Das muss man ja auch mal so sehen. Ja? Also ausnahmsweise hängt das Schicksal der Milchstraße nicht auf Michael Burnhams Schultern, sondern auf der von Washington. Ist ja auch mal was Neues, wobei an dieser Stelle es durchaus okay gewesen wäre, wenn, da hätte ich sogar, ich hätte einen Gag draus gemacht, ich hätte Michael reingeschickt und sie hätte einfach mit einem Nerf-Pinch den Kampf in Sekundenschnelle gewonnen und zack, hier ist die Kohle und weiter. Ja. Okay, na gut. Also alles gut. Ne? So, und dann haben sie sich gedacht, ach, dann machen wir noch ein bisschen Casino Royale, weil das ist immer gut. Es ist aber halt ein bisschen blöd, einem, das war übrigens bei Star Wars Solo auch das Problem, außerirdischen Kartenspielen zu folgen, ist immer nur so semi-spannend, wenn man halt nicht weiß. Es war ja Poker. Ja, aber ich habe jetzt. Ja, stimmt, okay, es war Poker. Da waren rote Star Trek-Zeichen drauf und weiße Star Trek-Zeichen und komische Bilder von Star Trek-Sachen. Aber es soll, glaube ich, Poker gewesen sein. Ich meine, ich habe es auch nicht verstanden. Aber ich hätte jetzt mal gedacht. Und sie sagen ja auch noch, du hast der eine hat einen Straight und der andere hat einen Flush. Ja, so, ja. Okay, scheint, also im Jahr 3200 scheint es Poker zu sein. Ganz okay. Klar. Ich würde ja mal so feiern, wenn sich mal jemand trauen würde, Uno zu spielen. Ja, Hammer. Es wäre auch sehr lustig. Also Uno würde ich auch mitnehmen, aber irgendwas anderes, also auch irgendein Spiel, was jetzt nicht in den letzten 20 Jahren in den Medien war, sondern was davor irgendwie cool war. Ne? Lass doch eine Runde Backgammon spielen oder Doppelkopf oder irgendwas, was halt jeder scheiße findet. Ja, so wie man ja in Casino Royale ja auch Baccarat ausgetauscht hat. Ja, Poker. Mit Texas Hold'em, genau. Also, genau. Im Original-James-Bond-Roman spielt man Baccarat, aber es kennt halt heute kein Schwein mehr. Ja. Richtig, ja. Die hätten Fitspin spielen sollen an einem Dienstag, ja. Auf jeden Fall. Oder kennst du noch dieses eine Spiel, das war Mastermind? Kennst du das? Ja, doch. Also ich wo du diese glaube, Pinchen, so, wo einer, genau, wo du gewisse Pins in so einer Reihenfolge ja, genau, du hast so eine lange Reihe und dann hast du immer Strich oder Kreis, je nachdem, was richtig platziert war oder wo du nur den richtigen Pinne irgendwie genommen hast. Genau, richtige Position und Form oder nur richtige Position. Mastermind auf jeden Fall. Ja klar, habe ich früher auch gespielt und es nie verstanden und durch Zufall dann. Mastermind spielst du heute immer noch, wenn du Fallout spielst. Das ist nichts anderes, dieses Passwort-Knacken ist nichts anderes als Mastermind. Stimmt, hast du recht. Also dann haben wir dann, es gibt da noch eine dritte Fraktion, die ist aber sofort raus. Das war auch so schön. Aber woher weißt du, dass die dritte Fraktion ganz üble Typen sind? Woher weißt du das? Ich habe sie jetzt gerade nicht mehr so im Kopf, weil... Ja, die haben geschminkte Augen gehabt. Richtig, genau. Entschuldigung, dann bist du halt, da bist du sofort... Smokey Eyes bist sofort definitiv im Untergrund tätig, weil, Entschuldigung... Wer schminkt sich denn Smokey Eyes und geht hier in ein Casino, ne? Also können ja nur Verbrecher sein. Auf jeden Fall, ja. Ja, vielleicht noch Batman, wenn er gerade vergessen hat, die Maske abzulegen. Aber ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Der Batman hätte auch mitspielen können. So, und die sind aber sofort raus. Die sind sofort raus. Und natürlich läuft es dann am Ende auf einen, also auch hier hängt wieder das Schicksal der Galaxis, hängt an den Pokerkünsten von Michael Burnham, die dann auch verliert oder vielleicht auch absichtlich verliert. Aber geht ja nicht. Die haben ja nicht mal, also was heißt absichtlich? Die Straße bei Poker wurde aufgedeckt. Mhm. Also der Geber hat halt alle Karten umgedreht. Und die beiden haben ja nicht einmal gesetzt oder die haben ja nichts gemacht. Und er meinte halt, ey komm, alles oder nichts. Und er hat sofort reingeschoben und sie muss ja reagieren, indem sie auch alles reinschiebt. Also all in geht. Und also ich will mal, kann das vielleicht einer ausrechnen hier im Chat? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der eine einen Straight hat und der andere einen Flush hat? Ich glaube, das ist unmöglich. Das geht, glaube ich, nicht. Aber andere Sache noch, bei den beiden Bösen, die am Tisch gesessen haben, also wir nennen sie jetzt mal die beiden Bösen, der eine ist gegangen, der andere wurde umgebracht, oder? Also die Frau, glaube ich, das war soll eine Frau gewesen sein, das zweite. Die wurde desintegriert, ne? Ja. Weil sie sich schlecht verhalten hat. Aber der andere hat sich doch schlecht verhalten. Der ist aufgestanden, hat mit beiden Händen einmal auf den Tisch raufgehauen, so, ich habe keinen Dialog bekommen und ist rausgegangen. den hätte ich doch desintegriert, ne? Von wegen, hier reg dich nicht auf, sein guter Spieler und verlier einfach. Die andere hat doch gar nichts gemacht. Die ist einfach so umgebracht worden. Ja, stimmt. Der steht auf, regt sich nochmal auf und dann geht er raus. Und sieht, die andere lehnt sich dann so lässig zurück
Und alle gucken dem Ganzen irgendwie so zu und dann der. Die haben halt, die Schauspieler, die müssen einen extrem schlechten Manager gehabt haben. Die haben ja wirklich keine Silbe Dialog bekommen. Und das macht ja schon was aus, ne? Ob du einen Charakter spielst und Dialog kriegst oder eben keinen Dialog kriegst, da hast du halt eine höhere Payrate, wenn du Dialog hast. Ja, vielleicht haben sie sich auch einfach noch zwei Leute vom Set halt genommen und gesagt, komm, setz dich mal dahin. Ja? Aus dem Catering-Team. Ja? Aus dem Catering-Team oder sonst irgendwas, ja. Und aber ich glaube, du hast es falsch gedeutet. Die wird nicht disintegriert, die beamt aus Frust einfach raus. Ich habe gehofft, dass sie weggebeamt wird, aber was? Die wird einfach rausgebeamt. Also die Dialog Sau beamt sich von. Weg. Meinst du? Ja, doch. Ich habe es gerade eben nochmal geguckt. Die beamt sich einfach weg. Ja. Dann sei mir verziehen, dass ich dieses neumodische Beamen, also. Ja, das hätten sie aber dann vielleicht noch so integriert, wenn sie disintegriert, dass dann noch so ein Stauf, so Thanos-mäßig. Okay. So. Aber nein, die beamt einfach frustriert raus. Und impossible. Genau. Und dann haben wir also hier im Grunde genommen noch diesen Mexican Poker Standoff, der ja mit unwahrscheinlichen Odds ausgeht, aber der Book gewinnt und kann dann mit dem Isolian whatever dann entkommen, aber nicht natürlich ohne, dass Michael noch den unauffälligsten Tracker ever dran pappt. Wobei, es gibt auffälligere Tracker, die noch rot blinken und piepsen. Aber er hatte Tattoos. Alles Coole im 32. 33, wie viel auch im Jahrhundert hat Tarntechnologie. Das ist, ja, aber es tarnt sich ja immer nur so weit, dass man es ja trotzdem noch sehen kann. Also auch später in der Folge 9, kannst du aus Books Fenster rausgucken und siehst die getarnte Discovery. Man sieht es noch. Ja, stimmt. Genau, also es ist so, ja, es ist so eine Möchtegern-Tarntechnologie, die wir haben. Das ist ja okay. Ja, okay, auch da kommen wir gleich nochmal zu dieser Tarntechnologie. Ja, und das ist der eine. Und dann gibt es noch so einen mini-anderen Handlungsstrang. Der wird dann ganz am Ende wird dann auch noch mal ein bisschen was zur DMA gesagt, nämlich, dass die rauskriegen, dass die. Na, das ist, die suchen, also dieses DMA-Ding. Also, die haben ja noch eine Klasse gefunden. Die haben ja noch die Klasse 10C gefunden. Ja, die 10A und die 10B sind im Landheim und die 10C, die ist jetzt gerade im Universum unterwegs. Mit Nomenklatur bei unbekannten Aliens haben sie es in Star Trek ja sowieso nicht so. Das ist ja. Also das, ich weiß auch nicht, nach welchem Raster das hervorgeht. Ne? Bei Voyager konnte ich es noch verstehen. 8472, das hört sich ja also nach einer sehr hohen Nummer an. Heißt also, vielleicht haben sie 8472. Ja, aber das war doch eine Borg-Einheit, Spezies 8472. Die wurde von den Borg sogar. Also haben die Borg das so? Auf jeden Fall. Ja. Ah, okay, gut, dann bin ich vielleicht. Aber das würde ja, also wenn du, also 10C ist halt technisch so niedrig. Ja. Also, sie hätten doch wenigstens 99Y nehmen können oder irgendwie sowas, aber 10C, wie kommt man denn darauf? So, ja, das ist bestimmt, der Alex Kurtzman war in der 10C. Ja? Achso, der hat einfach einen Inside-Joke mit reingekommen. Ja, okay. Wahrscheinlich, da ist er sitzen geblieben in der 10C. Kann sein, dass er nur 10C hat die wiederholen müssen. Ja, genau, also das 10C, so haben sie die genannt. Genau, und die haben auch rausgefunden, dass, also ich muss bei DMA, sorry, ich muss immer an den Spieleentwickler denken, das kommt halt aus der Ecke, ne? Also DMA für Doesn't Mean Anything, also die Leute, die früher GTA gemacht haben, ich weiß auch nicht mehr, wofür bei Discovery DMA steht, aber die haben rausgekriegt, was das, wofür das eigentlich da ist, das Ding. Dark Matter Anomaly steht es, oder Dunkle Materie Anomaly. Ja, natürlich, Dunkle Materie. Wenn sie was nicht erklären können, dann ist es dunkle Materie. Und man muss es auf jeden Fall mit Tachyonstrahlen beschießen, egal was es ist. die haben rausgekriegt, was das eigentlich ist für ein Dingsbums. Das ist nämlich gar nichts so abgrundtief Böses. Es ist kein V'ger, der alles kaputt machen will. Nee, das ist einfach ein Kipplaster oder ein Bagger. Ein riesengroßer. Ich habe auch nachgelesen, wie groß das Ding ist. Fünf Lichtjahre, glaube ich, oder? Fünf Lichtjahre, so okay. Hört sich jetzt okay an, aber was weißt du, wie viel fünf Lichtjahre sind? Also mehr als unser Sonnensystem. Ich glaube, 12 Lichtjahre sind es doch bis Proxima Centauri, wenn ich mich recht entsinne, oder? Das Ding, ich habe das vorhin nachgeguckt, das Ding sind, es ist 62.000 astronomische Einheiten. Ist die Entfernung von 5 Lichtjahren. Das ist echt viel. Also das ist, V'ger war 40 astronomische Einheiten lang oder so und V'ger war schon groß.
Also, die Entfernung zu Proxima Centauri, also unserem nächstgelegenen Stern, der nicht die Sonne ist, sind 4,2 Lichtjahre. Ja, und das ist für uns eigentlich schon out of reach. Ja. Ja. Gut, aber mit dem Sporenantrieb natürlich nicht. Ja, ja, natürlich mit dem Sporenantrieb. Aber ich will nur sagen, also das Ding ist wirklich sehr groß und es ist halt ein interstellarer Bagger. Ja. Und die baggern halt ein anderes Zaubermaterial, was sie sich ausgedacht haben. Und das ist so. Ja. Wie heißt es? Boronit. Aber und Optanium. Aber das haben sie sich nicht ausgedacht. Dazu gibt es in der Tat ein Lore. Ja. Ah, den sie sich wiederum ausgedacht haben. ja, das ist ein Zaubermaterial, mit dem kann man ganz toll Energie gewinnen. Ja, so, und zwar kann man mit diesem Boronit ein Omega-Molekül oder auch Omega-Partikel herstellen. Und das war unter anderem in Voyager der heilige Gral der Energiegewinnung, weil du dann mit einem Atom mehr oder weniger 30 französische Atomkraftwerke hast oder so. Also oder 300 französische Atomkraftwerke oder halt ein polnisches. Genau, also da haben die Borg dran rumexperimentiert, haben irgendwie 600.000 Drohnen und 50.000 Schiffe geopfert, weil das super instabil ist und halt permanent explodiert. Das war etwas, und das, wir hatten es vorhin, ne, wenn der Writers Room dann doch auf die Fans hört, indem er halt die Klingonen rauslässt und die Ferengi nicht mehr so zeigt. Dieses Omega-Partikel war eigentlich eine der beliebtesten Fantheorien als Grund für den Burn. Ah ja, stimmt. Bis man sich dafür entschieden hat, halt einen Wutausbruch eines Kindes zu nehmen. Ja. Und jetzt haben sie sich gedacht, ah ja gut, dann war eigentlich eine gute Idee, hätten wir vielleicht auch so machen können, dann schreiben wir es jetzt halt in die nächste Staffel. Also zumindest ist es bisher halt so. Ne? Also es kann auch wieder nix sein. Ja? Also wenn ich auf was setzen würde, würde ich sagen, es ist halt einfach jetzt nix. Aber grundsätzlich hat Boromid in Star Trek eine Historie und kommt aus Voyager definitiv und ich glaube vielleicht noch mal und dieses Omega-Molekül, das ist halt wirklich so rund um die Borg etc. ist das so ein heißer Scheiß. Ja, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, aber ich habe es jetzt auch nebenbei nochmal gegoogelt und du hast recht, ja, Boronit ist ein extrem seltener Stoff, wird hier im Internet geschrieben, also extrem selten und wird mit Hilfe von Bergbau gewonnen oder halt mit einer riesigen Wolke, die aus dunkler Materie besteht. Na gut. Ist ja okay, ey. So ein allumfassendes Böses, was Planeten kaputt macht, das ist halt mal echt was Innovatives, was sie sich daraus gedacht haben. Auf jeden Fall. Jetzt müssen wir gerade mal schauen. Mal gucken, ich kann sein, dass der Stream gerade zumindest ein bisschen hängt. Kann sein, dass aktuell gibt es ja immer wieder mal ein paar Ausfälle, weil ich habe hier eigentlich vom Internet her, bin ich hier schnell genug? Und wir zwei haben ja auch keine Probleme, deswegen ja, quatschen wir jetzt mal weiter. YouTube, ne? Aber zurzeit spackt ja so ein bisschen das Internet. Deswegen, ich mache hier gerade eben mal bei mir eben kurz mal einen Speedtest. Einfach nur, um zu gucken, ob es an mir liegt. Aber ne, meine Verbindung ist einwandfrei. Ne, es sieht auch bei mir, zumindest auf YouTube, eher so. Ja, es scheint jetzt so zu sein, als geht er dann automatisch mit der Zahl runter. Das hatten wir im letzten Mal auch schon. Also YouTube ist da im Moment ein bisschen überfrachtet. Also von daher macht euch keine Gedanken, lieber Chat. Es sieht nur kurz ein bisschen pixelig aus. Es wird gleich wieder, ganz sicher wieder normal werden. Ja, also das haben sie dann halt rausgekriegt. Und sie haben dann auch rausgekriegt, dass es dann natürlich, wenn es eine Bergbaugesellschaft ist, dann müssen es ja auch Aliens auf jeden Fall dann sein. Das wissen sie ja schon. Und die kommen dann auch vom Rande der Galaxis. Ja, da habe ich mich auch so ein bisschen gewundert. Ich hatte immer früher so eine Karte von der Star Trek Milchstraße. Mhm. Und ich konnte das noch so verorten. Ne? So hast du Alpha, Beta, Gamma, Delta Quadranten. Und die Erde ist genau zwischen Alpha und Beta Quadrant. Das ist genau die Hälfte, ne, wo die Erde irgendwie drauf ist. Und in der Mitte hast du ja Gott. Ja. In der Mitte hast du Gott und die Voyager ist irgendwie da nach oben und muss einmal irgendwie über die ganze rechte Seite irgendwie. Aber wo ist denn jetzt genau der Rand? Also ist das alles außenrum, was sie damit meinen? Das ist wie bei so einem Flat Earther der Eisring um die flache Erde rum. Ja. Okay, und das ist auch diese, die sprechen ja immer, ich habe das ja auch alles auf Englisch gesehen. Wie nennen die das denn? Barrier? Nee, nicht Barrier. Great Barrier oder sowas, ja? Ich glaube sowas. Ja. Und die erklären die ganze Zeit, dass sie mit denen keinen Kontakt aufnehmen können, weil sie keine Funkzaubereiwellen haben, die dann irgendwie durch den Barrier irgendwie durchkommen. Das ist irgendwie deren Erläuterung.
Aber hey, jetzt mal ohne Scheiß, ne? Also, die haben jetzt, das ist 1000 Jahre in der Star Trek Zukunft. Also, keine Ahnung, Star Trek 2200 irgendwas plus 1000 Jahre 3200 irgendwas. Also, haben die Schreiberlinge eine Ahnung davon, wie lange 1000 Jahre sind und was man mit mehreren Menschen, Völkern, einer großen Gruppe, nennen wir sie die Föderation, in 1000 Jahren schaffen kann? Also glauben die denn wirklich, dass die dann erst versuchen, über die Galaxis hinaus zu funken? Ich meine, wir haben doch vorher in den Star Trek Serien, haben wir doch gelernt, wie schnell die sich da ausbreiten, egal welches Konglomerat es ist, ob es die Föderation ist, ob es das Romulanische Imperium ist, ob es das Dominion ist oder so. Wenn ich auf diese Karte wieder raufgucke, das sind riesige, riesige Flächen, die da eingenommen haben. Und das waren ja, innerhalb von hunderten Jahren haben die das ja geschafft, oder vielleicht 100 Jahren oder so. Innerhalb von 1000 Jahren, der Platz ist schon lange ausgegangen in dem Star Trek-Universum. Und die müssten das schon längst gemacht haben, also zu versuchen, in andere Galaxien halt vorzudringen. Ja, also, vor allem, weil es ja mehr als eine Folge gab. Und dann sind wir wieder, kennst du deinen Lore, wo das Schiff oder Schiffe durch diverse Gründe, sei es Q, sei es eine andere Raumanomalie, außerhalb der Milchstraße in eine andere Galaxis mal für eine Folge transportiert worden. Ja, richtig. Ja? Also das ist ja nichts Neues. Aber der Admiral Vance, der hat halt in Starfleet-Geschichte auch das ein oder andere Mal geschwänzt. Und deswegen weiß er das halt nicht. Und deswegen stellt er sich in Folge 9 Rubicon dann halt hin und sagt, da war noch nie ein Schiff außerhalb der galaktischen Barriere. Und ich so, doch, und ich kann dir drei davon aufzählen. Ja, und sie erfinden ja auch immer neue Ebenen ihrer Lore, ne? Also da gibt's wieder Spezies 8472, gibt's ganze Kulturen, die dann im Subraum wiederum leben. Also du hast ja sozusagen das Spiegeluniversum von Star Trek, hast da, also jetzt nicht das wahre Spiegeluniversum, sondern ne, steckst halt eine neue Seite auf, hast du den Subraum, den könnten sie ja auch dafür nehmen. Nee, dann muss wieder was anderes genommen werden, weil es halt futuristischer ist. So. Apropos Spiegeln, ja. Eine Sache, once you've seen it, it can't be unseen. Ja? Ich habe mich ja schon öfters darüber beschwert, dass die Hologramme auf der Discovery für den Zuschauer zu lesen sind, aber eigentlich ja für die Brückencrew nicht. Ja? Inzwischen ist es so, und jetzt wird es halt komplett albern, dass alle anderen Hologramme spiegelverkehrt sind, nur die auf der Disco-Brücke. Die sind für den Zuschauer zu lesen. Alle anderen. Auf Buckschiff, in der Föderationshauptquartier, egal wo du bist, die sind alle spiegelverkehrt, also für den Zuschauer spiegelverkehrt, nur auf der Discovery-Brücke. Die sind immer noch falsch rum. Ja. Ey, aber dafür haben sie Kronberg drin. So. Das. Ja, der halt auch so, der nie einen Payoff kriegen wird, das hatte ich im Video jetzt mal. Ja. Der halt nie wieder. Der hängt am Set rum, ohne Scheiß, ja. Anders kann ich es mir nicht erklären, ja, wozu haben sie den da reingenommen? Der wohnt halt nebendran und kommt halt einmal die Woche irgendwie vorbei. Muss so sein. Ja. Muss so sein. Das ist so diese klassischen Zeitgags, die der halt, oder Trivia, was du immer liest bei IMDb, so, ey, ja, übrigens, Daniel Craig war auch einer von den Sturmtrupplern, weil der zufälligerweise gerade in Halle B in den Pinewood Studios da James Bond gedreht hat, ist aber rübergegangen. Und so wird's da auch sein. So, der läuft da rum, ey, hast du Bock? Ja. Genau. Ja. Immer wieder so. Ja, genau. Gut, also worum geht's in dieser Folge? Die bringt uns ja dann zumindest mal wirklich in der Handlung mal ein Stück weiter. Also der von Hand, also es ist, die haben jetzt also dieses ultragefährliche isolineare Material und dann bauen die beiden Spitzbuben, also der Taka und der Booker dann also von Hand dieses atomgetriebene Kriegsschiff, ja. Das bauen sie dann also von Hand, wo ich mir denke, so. Raupenantrieb, bitte. Ja, Raupenantrieb, genau. Ja, diese Riesenbombe, wo ich mir so denke, so, okay, das ist jetzt super gefährlich und wenn es ihm runterfällt, dann macht das Bumm, ich so, dann beam's halt rein. Aber wie machen sie es? Wie machen sie es? Du hast diese Atombombe. Es ist eine Atombombe. Entschuldigung, es sieht aus wie eine Atombombe, es ist eine Atombombe. Und sie schießen es ab und macht großen Knall und das alles ist kaputt. Es ist eine Atombombe. Wir nennen es Atombombe. Mit Uranium. Vibranium. Unobtanium, was auch immer. Warum muss es denn so sein? Warum stehen sie in der Mitte ihres Raumschiffs? Aber gut, das ist vielleicht so typisch Star Trek, Sachen immer im Maschinenraum auszuprobieren, ne, oder da, wo alles kaputt gehen kann. Next Generation, wir probieren diesen komischen Phaser direkt vorm Warpkern aus.
So, und dann nimmt er dieses unsinnige Gefäß mit der Spirale da drin. Er nimmt es in die Hand und kippt es in einen unsinnigen Tischtennisball rein, um diesen unsinnigen Tischtennisball dann in diese unsinnige Atombombe reinzustecken. Ich dachte mir so, okay, was wäre denn, also mein Tipp wäre jetzt, wenn ich daneben stehen würde, so, ey, Jungs, mach doch den Tischtennisball vorher in die Atombombe rein und kipp es dann. Du schließt 50% Fehlerwahrscheinlichkeit aus, aber es muss natürlich, also es würde irgendeinen Grund geben, warum es nicht geht, und so ist ja die Spannung auch viel höher, dass was passieren kann. Stell dir mal vor, der Tischtennisball wäre runtergefallen. Ja, stell dir das mal vor. Ja, was bei dieser Zange, mit der er das anfasst, auch wunderbar hätte passieren können, ja. Weil ja, dann denkst du so, ach, das machst du einmal kurz zu viel, dann flutscht es hier raus. Ich denke mir halt so, beams halt rein oder lass deine programmierbare Batterie dieses ultragefährliche Zeug anfassen, damit es mit einer Hochpräzision, egal. Warum ist es dieses Gefäß? Also dieser Kristall, ich dachte erst, okay, der Kristall, das sieht ja cool aus, ne? Gar keine Frage. Mhm. So ist ein toll, und ich dachte ja, das ganze Ding ist es. Aber die Bleikügelchen in der Spirale von dem Dingsbums, ey, das sieht ganz schön wenig aus. Nee, das ist mehr als genug. Und du guckst, ne? Du guckst so, mehr als genug heißt ja, da ist noch eine ganze Menge übrig. Und er kippt fast alles rein. Nein, Mann, wir sehen doch, was es ist, Mann. Es ist gerade genug, Alter. Ja. Ich wäre am liebsten, ich hätte mich fast aufs Fahrrad geschwungen und wäre hingefahren. Dann hätten wir gesagt, nee, lass mich kurz machen. Also sie finalisieren dann also ihr schmutziges Bombengerät und wollen dann also zur Mitte der Anomalie fliegen, beziehungsweise sie springen dann da irgendwie hin. Und auf einmal kann man wunderbar in die Mitte der Anomalie springen, was 3 Folgen vorher nicht ging, oder habe ich das falsch verstanden? Nee, also die sind da reingesprungen und, oh Wunder, ne, es ist ein Nebel, es ist eine Anomalie, es ist was immer. Und ein Trümmerfeld, halt wir hatten alles. Seit 3 Folgen kein Trümmerfeld mehr, wir haben endlich ein Trümmerfeld, ja. Ah nee, wir haben ja was übersprungen, aber ist egal, wir machen das jetzt kurz zu Ende. Was passiert bei Star Trek in einem lilanen Nebel? Als erstes, die Sensoren funktionieren nicht mehr richtig, die Schilde funktionieren nicht mehr richtig. Jetzt die Tarntechnologie, die wir jetzt brauchen, die funktioniert auch nicht mehr so hundertprozentig. Aber das Gute ist, bei Booker ist es ja genauso. So, ne, also Khan geht es genauso. Auch der kann uns nicht sehen und wir müssen auf Sicht fliegen. Ne? Aber der denkt ja nicht dreidimensional, haben wir ja gelernt. Und die müssen ja erst diese Singularität, also das Wurmloch, schwarze Loch, wie auch immer, das müssen sie ja erstmal finden, damit sie wissen, wo der Controller ist, den da einer vergessen hat. Und das dauert ja ein bisschen. Aber vorher passiert ja noch was anderes. Das haben wir jetzt gerade übersprungen. Von wegen Trümmerfeld war ein sehr guter Hinweis. Die finden dieses unsinnige Raumschiff von Booker. Vielleicht können wir da noch später noch drüber reden, wenn wir noch eine Minute haben. Finden die erstmal auf einem, das haben die so lustig benannt. Die haben nicht Asteroiden, Meteoriten oder was auch immer dazu gesagt, sondern einem vereinsamten Planeten oder irgendwie sowas haben die das Ding genannt. Ach so, wo die da so drin Mittagspause machen. Und die da so dran kleben. Mhm, genau, ja. Die machen da Mittagspause und dann füllen die das ja irgendwie um. Und dann fliegt ja das Einsatzteam mit dem Slenderman und den anderen, die fliegen da ja erstmal hin. Mit und, Bryce und Rice. Genau. Und Dr. Und Kalber. Genau, und auch da, also irgendeiner muss auf jeden Fall Scherze verstehen im Writers Room, weil die Sicherheitschefin, die sie wieder zurückgeholt haben, ne, die sie endlich ihre Bausteine da aus dem Gesicht entfernt haben, die fragt ja auch, warum muss denn der Doktor mitkommen? Was macht denn der da? Also irgendeiner hat auf jeden Fall den Witz verstanden und sie kann es dann irgendwie erläutern. Nee, der ist, der ist halt super empathisch und der kann die dann überzeugen. So. Genau. Übrigens, ich komme nicht mit, sagt die Burnham. Ne? Von wegen so, ey, macht das überhaupt Sinn, wenn du da, nee, ich komme nicht mit. So, alles klar, gut. Weil wir lernen ja später, die kann denen einfach den Geldhahn zudrehen und auf Knöpfchen drücken und dann sind alle tot. Und dann fliegen die dahin und da ist mir dieses unsinnige Design von dem Shuttle wieder aufgefallen. Aber okay, ja, sie haben halt Geld bekommen, um ein neues Set zu bauen, dann haben sie das halt in den Shuttle reingesteckt, ist okay. Fliegen dahin und machen halt so eine Steven Seagal Covered Ops Mission, ne, von wegen mit einer SR-71 Blackbird unten an einen 747 halt anzudocken, ohne dass es jemand merkt. Kennst nicht mehr den Film, ne? Ist nicht schlimm. Doch. So ganz dunkel und, kann ich mich erinnern mit Fett. Ja, mit Kurt Russell, ne, irgendwie. Jedenfalls docken sie dann da an. Burnham sagt auch so, das geht nicht anders, weil ich kenne das Schiff und der hat hier da einen Alarmwecker eingebaut und was. Und auf einmal kommen dann Naniten und wollen das Schiff auffressen.
Fand ich aber gar nicht schlecht gelöst. Also ja, das war ja die, aber auch hier wieder, ja, verschiedene Dinge, Details, einfach nur Details, ja. 4 Folgen vorher konnten die Bene Gesserit-Hexen, ja, noch ohne Probleme auf Bucks Schiff einfach so beamen. Und jetzt heißt es, ja, nee, beamen, drauf beamen können wir nicht. Der hat da so eine Anti-Beam-Vorrichtung. Ja. Auch hier wieder, einfach nur, der hat da so eine Anti-Beam-Vorrichtung, Komma, nach unserem Überraschungsangriff von den Bene Gesserit-Hexen haben wir das eingebaut. Und alles ist gut. Und alles ist gut. Einfach ja, nur diesen aber, kleinen Nebensatz. Aber überrascht dich irgendwas, nachdem du einen Star Wars Hyperraum-Tracker hast? Das ist einfach nur, ja. Sie hatten auch vor 2, 3 Folgen haben sie die Zahnvorrichtung gekriegt oder haben sie in der letzten Staffel gekriegt? Weiß gar nicht, wann haben sie denn die Zahnvorrichtung gekriegt? Ich weiß aber noch, dass es explizit von irgendeinem random Crewmitglied hinten erwähnt wurde. Ja, wir können aber nicht springen und getarnt sein. Das geht ja, nicht. Also bis in diese Folge. Da geht das dann schon, ja. Von daher, also gut, man hätte halt auch getarnt in Folge 8 zu diesem Cantina halt springen können. Also man hätte sich halt den ganzen Gedönse halt sparen können. Aber okay, du hast vorhin gesagt, Style over Substance, sage ich ja auch immer. Wir haben noch und auch noch ein bisschen was vergessen, du hast es gerade eben erwähnt. Sie haben dann Commander Yam Yam KI-Würstchen Nahn aus der Mottenkiste wieder rausgeholt, die wir zuletzt irgendwann in Folge 3 gesehen, von Staffel 3 gesehen haben, glaube ich. Bin mir nicht mehr ganz sicher, wann die uns verlassen hat. Und die soll ja auf Michaela aufpassen, damit die, weil die ja emotional involved ist beim Book, ja, auch im Zweifel den Schießbefehl erteilt. So. Warum ich dann halt nicht gleich ein ganz anderes Schiff oder einfach so, ne, Saru kann es ja auch nicht machen, der ist ja auch emotional involviert. Also eigentlich sind alle emotional involviert. Also eigentlich verbietet es sich, dieses Schiff zu schicken. Die müssen aber die Disco schicken, weil der Book hat ja das beste Schiff anscheinend in der ganzen Galaxis. Also das ist ja anscheinend ja, aber, ein Wunderschiff. Aber was ist das für ein Dingsbums? Warum? Na, also ich will jetzt nicht über Sinn und Sinnlosigkeit von Raumschiffdesign zu sprechen, aber bitte doch über dieses eine sehr ausgefallene Raumschiff, was sie aus irgendeiner anderen Serie geklaut haben. Was ist der Sinn von diesem Raumschiff, außer dass es cool aussieht? Es sieht ja jetzt nicht nur cool aus, sondern es ist ja auch super krass auf einmal. Das Ding ist so groß wie eine Briefmarke im Gegensatz zur riesigen Discovery, aber das kann das locker in Schach halten, ne? Also ich verstehe das nicht. Es ist so groß wie der ganze Shuttle. Es ist so groß wie der komplette Shuttle-Hangar. Ja, okay, dann ist es halt ein bisschen größer als eine Briefmarke. Aber das Ding, das ist doch nur ein verfluchter, das ist doch nur ein Frachtschiff eigentlich gewesen, als sie das ja, aber der Millennium Falcon ist auch nur ein Frachtschiff. Aber es ist auch ein Schrotthaufen. Ja, ein paar Extras einbauen lassen, ja. Alles gut, ja. Also Michael kriegt halt einen Aufpasser und der ist halt niemand anderes als Nahn, Commander Nahn, die haben sie dann wieder aus der Versenkung geholt und so fliegt man dann hinterher. Das ist so der A-Plot, der B-Plot, der besteht, vielleicht handeln wir den mal ab, denn da wird jetzt die Romanze zwischen Saru und Frau Vulkania-Präsidentin weitergesponnen und ich finde das ja auf der einen Seite ganz nett, so grundsätzlich. Aber kannst du mir erklären, wie Hologramme in diesem Jahrtausend funktionieren? Also man braucht ja eigentlich seinen Arsch nirgendwo mehr hinbewegen, weil als Hologramm kannst du auch alles machen. Gar kein Problem. Ja, ich verstehe das auch nicht so ganz, dass auch da wieder einfach nur um zu zeigen, was halt irgendwie geht. Es ist so an den Haaren herbeigezogen. Naja, also klar, Interspecies Relationships und so, nichts Neues. Aber gerade Saru, also, sie haben halt überhaupt, was mir halt bei dieser Beziehung irgendwie fehlt, ist, die haben halt so gar nichts zusammen erlebt. Also nichts? Nix. Ja, die haben sich halt auf einer Konferenz getroffen. Okay, gut, ich meine, das passiert im rechten Leben auch, ne? Aber dann sind es in der Regel halt nicht ganz so Gegensätze, die sich anziehen, ja. Aber die hätten, wenn die halt zusammen irgendwie was durchgemacht hätten oder so. Die vielleicht halt waren zusammen die zusammen auf einer Star Trek FedCon oder so. Ja, dann hast du natürlich was durchgemacht, das ist natürlich richtig, ne? Und wenn es so die Nacht ist. Und oh Mann, ey. Ja, also, aber was mich halt dann wieder rausholt, ist, also die Hologramme in Discovery, die können halt alles. Also das Geilste war ja noch bei, ich glaube, das war das Tillys Mutter, als Tilly ein Hologespräch mit ihrer Mutter hat und die Mutter sich auf einmal so aufs Bett neben Tilly setzt. Und ich glaube, Sarek hat das auch mal gemacht. Der ist als Hologramm bei Michael im Zimmer und lehnt sich dann so an den Schreibtisch von Michael.
als Hologramm. Und du fragst dich halt immer, wie das funktionieren soll. Ne? Also bitte, also das ist dann aber kein Hologramm, was da ist, weil hat der den gleichen Raum bei sich auch? Genau. Ja. Und in dem Fall können jetzt sogar Gefühle übertragen werden, weil sie berühren sich dann. Und dass das Hologramm Materie hat, okay, Haken dran, weil das ist ja dann wie in einem Holodeck. Okay, kaufe ich, alles gut. Aber jetzt werden halt auch instant Gefühle übertragen. Und da muss ich sagen, ist es halt ein bisschen... Ey, du sprichst noch was Gutes an mit dem Holodeck. Ne? Das ist auch nur so ein Nebensatz, der wieder gefallen ist zwischen Stamets und dem Doktor. Ey, auf dem Holodeck gab es ein Update irgendwie mit Blumenwiese XY, lass uns spazieren gehen. Das ist das Jahr 3200. Die haben es bei Voyager schon im Grunde hinbekommen, das ganze Schiff zum Holodeck zu machen. Warum in 1000 Jahren Zukunft schaffen sie das nicht auch in jedem anderen Raumschiff? Wenn sie schon bügellose Nazellen an das Ding rankleben können. Also das ist mir, es ist doch, selbst bei Picard ist alles holographisch und das spielt nicht im Jahr 3200. Das ganze Raumschiff bei Picard, das ist ein einziges Hologramm-Interface. Also das ist einfach, die reden nicht miteinander, die haben keine Ahnung, wo sie mit der Serie hinwollen. Irgendeiner hat am Ende der ersten Staffel oder beziehungsweise in der ersten Staffel hat er einen Geistesblitz gehabt und meinte so, ey, mit diesem komischen Sporenantrieb, wir machen uns unser ganzes Universum kaputt, wir müssen die irgendwo anders hin befördern. Was machen wir? Hier Mass Effect Andromeda-mäßig, schmeißen die in die nächste Galaxis oder Terminator-mäßig, los, schmeiß hier irgendwo Vergangenheit, Zukunft, was auch immer hin, damit sie nicht alles kaputt machen können. Und der halt mit Zeitreisen, der hat gewonnen von den Writers. Und deswegen haben sie die in mehr oder weniger ein anderes Universum reingeschmissen, also im Jahr 3000er statt 2000 irgendwas, damit sie nicht ihr komplettes Star Trek-Universum kaputt machen, aber halten sich an nichts, nichts und sind uninspiriert. Es müssen alles sehr unerfahrene Schreiber sein, die wenig Star Trek geguckt haben. Ja. Oder die so ein Recap von irgendwem bekommen haben. Nein, sie gucken einfach nur, sie gucken einfach, das habe ich schon öfters gesagt, sie gucken halt bei YouTube Best of die Top 10 Star Trek-Folgen. Und Recap. Ja. Genau. Das kann, also, und das ist, es ist vielleicht normal, aber bei einer Serie, die so über Generationen ein Fandom aufgebaut hat, ne? Und da gibt es ja nicht viele Serien, die das halt so mitbringen. Ne? So, die einen mit S und die anderen mit S. Du machst dir halt echt deine Fanbase kaputt, indem du so eine Scheiße halt produzierst. Und wir sind halt alles Nitpicker, die darauf achten, dass da auch wirklich die kleinsten Details halt wieder vorkommen. Und irgendeiner von denen hat ja anscheinend auch Ahnung. Ne? Sonst würde da kein Changeling rumlaufen oder sonst irgendwas. Aber im Großen und Ganzen ist das halt leider alles sehr lieblos gemacht und leider alles sehr detaillos, was die da produzieren. Eben. Ja, echt schade. Ne? In den Details wird halt gepatzt. Da bleiben wir noch ein bisschen bei der Folge, während der Stream mal wieder bei YouTube hakt. Also heute ist irgendwie so ein bisschen bei YouTube der Wurm drin. Auf Twitch geht's besser. Ihr könnt auch im Zweifel zu Twitch rübergehen. Da ist dann unter Umständen der Stream ein bisschen stabiler. Also, die finden die dann und dann kommen wir, und wir hatten es vorhin schon erwähnt, lass uns noch mal ein bisschen bei der Brückencrew bleiben. Jetzt haben wir also Bryce und Rice und Kalber und Saru werden mal auf eine Mission geschickt. Und ich dachte mir so, hatten wir schon lange das nicht mehr. Ja? Ja. Aber dann habe ich mir gleichzeitig so gefragt, okay, was ist jetzt charakterlich der Unterschied zwischen diesem Bryce und diesem Rice? Das ist eigentlich eine Person, die seitdem jetzt dieser Bryce dabei ist, sozusagen gesplittet wurde, weil es ist zweimal der gleiche Typ. Ja. Bestimmt, ja. Also warum? Dann hätte ich doch lieber mal eine Detmar dahingesteckt oder wen auch immer. Oder hier die Nelson oder die Nielsen, die früher Ariam war, die hatte auch nichts zu tun, außer dass die Perücke schief auf dem Kopf hockt. Und wäre da auch mal irgendwie schön. Und dann sagen sie also, der Kalber soll mit, weil der kann dann den Buck belatschern. So. Und dann geht es aber halt irgendwie, so weit kommen sie ja gar nicht, weil du hast gerade eben gesagt, diese Naniten-Sicherheitsvorrichtung das Ganze dann unterbindet und dann müssen sie dann in einer Notaktion zurückgebeamt werden. Das sah ja ganz cool aus, aber es war halt schade, weil die haben halt jetzt dann auch wieder nichts zu tun gehabt. Also die konnten halt dann... Es war einfach überflüssig. Ja. Was hat es denn bei der Story gebracht, außer das Gleiche nochmal zu untermauern, was vorher schon eine ganze Folge lang erzählt wurde und auch diese Folge weitererzählt wurde, dass die sich in der moralischen Zwickmühle befinden zwischen, ey, der Typ will sich dafür rächen, dass sein ganzer Planet ausgelöscht wurde. Der andere, der will, den verstehe ich sowieso nicht, aber der will zurück nach Hause. Aber wo das genau, ist, warum? Genau, der will zurück nach Hause. So ist voll verständlich und der Buck ist unter Schock und ich weiß nicht was. Ne? Aber er ist halt kein Arschloch.
Und ja, deswegen müssen die halt dann, also deswegen kooperieren sie auch beim Retten der Leute. Aber es hat ja doch für die Geschichte überhaupt nichts gebracht, außer Exposition. Also außer das, boah, guck mal, da geht das Raumschiff kaputt, ne? Bums, das hässliche Shuttle, was wir eh nicht haben wollen. Das haben sie jetzt nicht mehr. Ja, aber ich wette, die haben den Replikator von der Voyager und können immer neue Shuttles vorzaubern. Auf jeden Fall. Und dann ist die Mittagspause rum und man fliegt also jetzt. Und jetzt sind wir bei dem, wo wir vorhin ins dreimal zurückgesprungen sind. Ja, jetzt sind wir also da, man springt dann also auf einmal ohne Probleme in die Mitte der Anomalie, was am Anfang der Staffel ja gar nicht ging. Jetzt geht's auf einmal und das Shuttle wird nicht zerrupft, weil man will ja dann diese Bombe direkt neben dem Controller platzieren. Und dann kam sogar mal eine Sequenz, die eigentlich sogar mal ganz witzig war, aber sie wurde viel zu kurz meiner Meinung nach ausgespielt, war, dass dann praktisch die beiden Schiffe so umeinander herspringen. Mhm. Was zwar völlig sinnfrei war, denn wir haben die ganze Zeit gedacht, also die Discovery springt immer in die Schussbahn vor Books Schiff, damit sie diese Bombe nicht abschießen können. Was aber völlig sinnfrei ist, weil am Ende beamt nämlich der Tarka die Bombe einfach rüber. Und denkst du so, ja, was hat dann jetzt dieses Rumgehüpfe gesollt? Das war halt völlig sinnfrei. Also sie schießen es nicht, sie beamen. Also warum hüpfen sie dann überhaupt erst rum? Sie hätten es auch gleich beamen können. Das ist, ja. Aber auch da, also ja, aber wie funktioniert das denn technisch? Also guck mal, das ist ja, das Mini, deswegen wollte ich die Größe, ich wollte ja auf die Größe von dem Ding eingehen. Ja. Ne? Wie gesagt, fünf Universen lang ist das Teil, ne? Und zig Universen breit. Und du hast irgendwo, hast du halt dieses Wurmloch. Und vor dem Wurmloch, da schwebt irgendwo dieser Controller. Mhm. Und du hast diese winzigen Raumschiffe, also es sind ja Dimensionen, über die wir da reden, ne? Und die springen irgendwie hin und her und die schaffen es mit der Discovery immer, vor das andere Raumschiff sich zu teleportieren, zu springen. Wie machen die das denn? Also, woher wissen die denn, wo das andere Raumschiff rauskommt, wenn es springt, um selber danach zu springen und aber davor anzukommen, sodass es sich vor das andere Raumschiff platziert? Wie soll das denn funktionieren? Das ist so unlogisch. Also, es ist lustig in der Folge, weil es unterhaltsam ist. Und sie ballern ja dann auch mal, auch cool. Aber also rein technisch kann ich mir überhaupt nicht erklären, wie das funktionieren soll. Du hast doch so viele. Wie berechnen die das, wo der Book rauskommt mit seinem Raumschiff? Wie soll das denn gehen? Ja. Konnten die doch vorher auch nicht wissen. Nö, also nein. Und die Sensoren gehen doch auch nicht. Die sind in der Wolke bei Star Trek. Da gehen die Sensoren nicht. Das ist Regel. Und der arme Stamets auch, der ja im Grunde genommen permanent, der muss ja eigentlich die ganze Zeit, das ist ja schlimm für den, ja. Nein, aber das wird ja gar nicht gezeigt. Also ja, du hast vollkommen recht. Und auch hier fehlt, hat die Tardigraden wieder geholt, ne? Ja, und auch hier fehlt im Grunde genommen einfach wieder so ein Nebensatz, der halt sagt, ey, wir haben die Zora da dran geschlossen, die kann das jetzt auch. Ja, wäre doch super gelöst gewesen, ne? Ja. Du musst den nicht mehr in die Kammer einsperren, keinen Tardigraden mehr foltern. Ja, ist so. Ja, ja, die kann doch sowieso alles. Sie sagt doch auch in der Folge vorher oder in der Folge so, ey, Stamets, lass mich das mal machen. Na, du kannst dich um wichtige Sachen kümmern. Ich bin ein Computer, ich kann gut rechnen. Ja, nicht, dass aber vorher noch Kalber den armen Droiden nochmal schön zur Sau macht. Ja. Was war das denn? Ne? Und der Droide danach, wir gehen aus dem Raum raus, Blümchen gucken, ne, auf den Spaziergang, der Droide kommt aus seiner Ecke, obwohl er die Anweisung bekommen hat, Alter, geh in deine Ladestation und halt die Schnauze, kommt raus und wischt trotzdem immer drüber. Ja, also, auf eine, da hat sich ja das Internet auch das Maul zerrissen, auf eine extrem wackelige Set, ne? Was so richtig schön nochmal so, ja, so richtig herrlich gewackelt hat. Ach, jetzt sind wir heute wieder böse. So, also das heißt, sie machen einen Riesenbohai. Und vorher hat er eigentlich noch, die Michaela, gedacht, sie hätte ihn jetzt den Book überredet, weil er geht nicht ans Telefon, also fliegt sie mit dem Shuttle dann rüber und platziert sich direkt vor seinem Aussichtsfenster und dann geht er dann auf einmal ran. Und dann quatschen sie dann und sie kann ihn dann bereden. Und am Ende kommen sie auf den eigentlich völlig offensichtlichen Kompromiss, den man schon vor drei Folgen hätte haben können, nämlich dass man sagt, naja gut, pass mal auf, wir probieren erstmal den ersten Kontakt und wenn das nicht funktioniert, dann können wir es immer noch in die Luft jagen. Ja, ja, jetzt gut, aber da, also logisch erklärt haben sie es dadurch, dass sie eine haltlose Berechnung, und er sagt es, damit sagt es ja noch, ne? Die haben eine haltlose Berechnung durchgeführt, über wie lange sie noch brauchen, um jetzt in diesen
voll, wie gesagt, 5 Lichtjahre ist das Ding lang, in diesem vollkommen leeren Raum, wo garantiert kein Leben gerade ist, um das ganze Boronit abzubauen. Oh, hey Katze. brauchen sie noch, weiß ich was, 154 Stunden, ich weiß es nicht was, brauchen noch ewig. Und sie kriegt ihn ja auch überredet und das ist ja auch voll cool. Aber jeder hat sich doch die ganze Zeit gedacht, Alter, was ist denn mit dem anderen Typen, mit dem er da unterwegs ist? Der ist sowieso so ein bisschen shady. Wäre es nicht total sinnvoll, den auch zu versuchen zu überreden? Er ist der Typ, der die Bombe gebaut hat. das ist das Supergenie, ne? der klug ist und sich langweilt, dass alle anderen auf seinem Planeten da dumm sind. Das ist doch der eigentliche Treiber der ganzen Geschichte. Den müssen wir doch überreden. Und natürlich, was passiert ist, sie fliegt zurück und sagt, ey, ich hab's geschafft, ne? Die schießen die Bombe nicht ab. Übrigens, die haben gerade die Bombe abgeschossen. Oh, fuck, ey. Ja, und wie gesagt, und am Ende haben sie nicht abgeschossen, sondern rübergebeamt, was sie die ganze Zeit schon hätten machen können. Und er labert auch noch so einen Mist davor. Übrigens, weißt du eigentlich, was unvorhergesehene Komplikation, ich weiß nicht, was er da für einen Quark gelabert hat, der Taka. Und der Booker guckt ihn auch so an, so, was erzählst du denn jetzt hier gerade? Ja, ich wusste, dass das passiert, beam, na, und weg ist die Bombe. Ja. Das hätten sie doch alles schon vorher machen können. Und ja, die haben auch die ganze Zeit gewartet, ne? Also die beschießen sich mit Torpedos und ich weiß nicht was alles, ne? Beschießen sich gegenseitig, die Discovery geht fast kaputt bei dem ganzen Bums. Und dann hören die auf, sich zu beschießen und stehen da einfach 10 Minuten In-Game-Zeit, sage ich jetzt mal, also Star Trek-Zeit, ne? Für den Zuschauer jetzt irgendwie 1 Minute. Aber die Raumschiffe stehen sich einfach nur gegenüber und machen nichts. Burnham hat Zeit zu diskutieren auf der Discovery, hat Zeit in den Shuttle einzusteigen, Zeit rüber zu fliegen. Und so, ey, das hätten die alles schon vorher machen können. Er hat gesagt, ey, ganz ehrlich, bevor wir jetzt hier weiter rumstehen, ich beam das Ding jetzt eben rüber, wir sprengen das in die Luft und enden mal aus, Mickey Maus. Es ist halt unlogisch. Ich darf aber an der Stelle mal kurz eine Lanze für die Inszenierung brechen. Es gab 2 wirklich mal coole Sachen. Das eine war, der Buck schießt ja dann so, was weiß ich, der hier so eine isolonische Bombe oder keine Ahnung was in irgendeinen Nebel, damit dann die Discovery keine Sensoren mehr hat oder so ein Kram. Und die Michael erkennt ja diesen Trick und sagt ja dann, oh, in 20 Sekunden explodiert das jetzt. Es waren wirklich 20 Sekunden. Da war ich baff. Ja, okay. Ich habe extra, ja, es sind die kleinen Dinge. Ja. Aber macht das die Story jetzt besser? Nein, natürlich nicht. Und es gab noch eine coole Kamerafahrt, weil sie haben ja meistens völlig sinnfreie Kameraschwenks, die so 360 Grad sind, wo sie völlig sinnfrei sind. Und diesmal gab es aber einen coolen Kameraschwenk mit einem Schnitt, nämlich, dass die Kamera von Bucks Schiff runtergefahren ist, ja, und dann praktisch der Schnitt kurz praktisch in der Schiffshülle war und es dann nahtlos mit der gleichen Bewegung auf die Discovery-Brücke ging. Das war mal sowas wie ein inszenatorischer kleiner Kniff, eine Kamerafahrt oder ein Schnitt, die mal einen Sinn hatte und nicht einfach nur 3-mal um sich selber geschwungen ist, weil man es halt gerade einen neuen Gimbal gekauft hatte. Apropos Gimbal, wie funktioniert denn die Gravitation auf der Discovery? Also wenn die so, sagen wir mal, so wie im echten Leben. Also die Discovery ist, sagen wir jetzt mal, ein Auto, ne, als Beispiel. So, und das Auto fliegt irgendwie, fährt auf der Straße, fliegt durchs Weltall als Discovery und biege rechts ab. Mhm. Rechts. Und dann muss ich mich ja nach rechts in die Kurve lehnen, ne, beim Abbiegen. Mhm. Also ich muss mich ja, und das ist ja bei der Discovery ähnlich, ne, wenn die eine scharfe Kurve fliegen, irgendwo, hier, mach mir, weiß ich nicht was, hier, das Picard-Manöver, fliegen halt eine scharfe Kurve, dann lehnen die sich alle in ihren Sitzen hin. Welchen Sinn hat es denn bitteschön, nicht auf dieser Brücke zu sitzen, sondern zu stehen? So wie diese Sicherheitsoffizierin, die sie da zurückgeholt hat mit ihren Atemgeräten. Die stellt sich einfach. Es stehen ja alle. Also es stehen ja alle. Also nee, Michael sitzt, Stamets sitzt, Detmer sitzt und Washington sitzen. Die 3 sitzen. Ja. Der Rest steht. Aber der Rest hat was zum Festhalten. Fairerweise. Okay, stimmt, die haben noch was zum Festhalten. So, ja. Aber die Sicherheitstante, die hat First Contact Boots an. Ja, kann gut sein. Die hat First Contact Boots an, weil die steht da einfach, wie so ein Türsteher, steht die neben dem Captain Chair auf der Brücke und lehnt sich dann halt mit. Das ist halt so unsinnig, sich da so hinzustellen. So. Aber es ist also halt von cool. Wegen die kleinen Dinge, ne?
Ja, es ist schlicht und ergreifend die kleinen Dinge. Können Sie der Frau nicht einfach einen Stuhl holen? Die können doch alles materialisieren, sollen einen Hologrammstuhl hinmachen. Anscheinend kann man ja damit interagieren, kann sie sich hologrammmäßig auf den Stuhl setzen. Das ist genau so ein Ding wie Sicherheitsgurte, die halt auch immer nur so als Gag dann drin sind. Aber das ist, glaube ich, einfach so ein Ding, dass es in Star Wars halt keine Geländer gibt. Aber die Sicherheitsgurte, die waren gut und auch der Joystick war gut bei der Aufstand. Oh ja, der Joystick. Aber gegen die alten Filme, also Pro. bis auf Nemesis waren die halt auch gut, ne? Also die Next Generation Filme. Zurück zu Lück, also noch nicht ganz zu Lück, wir sind noch nicht ganz fertig, also die Anomalie wird dann in die Luft gesprengt oder sie ist halt einfach weg, ja, in einer Staubwolke verpufft sie, das Bergbauschiff ist weg. Ja, alle sind irgendwie happy und der Taker sagt noch, naja, jetzt haben wir Fakten geschaffen, jetzt regt sich halt auch keiner mehr drüber auf. Aber happy ist der ja nicht, weil er hat ja keine Energie gefunden, ne? Genau. Das Dumme ist, das Wurmloch oder da, wo er eigentlich hin wollte, das ist nicht da und dumm, die DMA kommt. Die Energie kommt von der anderen Seite des Wurmlochs. Genau. Ja, das ist das Problem. Genau, und die DMA ist nach, keine Ahnung, 3 Tagen wieder da. Und jetzt haben wir also noch 4 Folgen, um diesen Story-Arc fertig zu kriegen. Das heißt, wir sind überhaupt nicht weitergekommen im Grunde genommen. Wir haben also über die Hälfte der Staffel jetzt verbraten und sind wieder am Anfang. Was mich schon wieder besorgt werden lässt, dass wie in den letzten Staffeln auch die Lösung halt in den letzten 10 Minuten wieder erfolgt. Bum, bum, bum. Ja, ja, klar, es ist wieder ein weinendes Kind. Sowas in der Art. In der Escher-Treppe irgendwo. Ja, also keine Ahnung, ne? Das ist ja das Steckenpferd von Discovery, dass es immer eine omnipräsente böse Macht gibt, die halt irgendwo rumhängt und die kann letztendlich nur durch die vereinten Kräfte der Discovery aufgehalten werden, weil jeder seine besondere Fähigkeit besitzt, die am Ende genau dafür da ist, um dieses Problem zu lösen. Ich würde mir halt wünschen. Entschuldigung, bitte. Du hast so gerade von Discovery geredet, wo jeder seine individuelle Fähigkeit einbringt, um ein Problem zu lösen. Ja, klar. Jeder auf Discovery hat ja nur ein Purpose. Das ist jeder hat ja nur eine Fähigkeit. Ihre Heiligkeit, Michael der Eder, der Ersten zu huldigen. Ja, wahrscheinlich, genau, damit sie das Problem am Ende lösen können. Ja, genau. Also, wann hat denn bitteschön irgendjemand anders mal irgendein Problem gelöst, außer jetzt die Washington, die den Kampf gewonnen hat? Aber am Ende des Tages hat ja Michael die Wette abgeschlossen. Macht es auch auf sich aus. Ja. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst, ja. Ja, also jeder hat einen Purpose. So, und bei dem einen ist es lustig zu laufen, bei dem anderen ist ja auch egal, ne? Aber was ich mir jetzt wünschen würde für die nächste Folge wäre, die sperren den Booker ein und lassen den nicht mehr raus, weil das wäre nämlich konsequent. Den anderen sperren sie gleich mit ein und lassen ihn nie wieder raus. Aber es wird ja nicht passieren. Da wird ja irgendeine. Der Booker hatte seinen Redemption-Arc jetzt. Der ist Quatsch, wieder frei. Nein. Ja, doch. Weil er gesagt hat, er springt jetzt 10 Tage lang nicht das Universum in die Luft. Ja, natürlich. Natürlich war das sein Redemption-Arc. Sicher. Das ist genauso wie Killer Agnes bei Picard nie wieder auf den Mord an Dingsbums angesprochen wird. An den Mord an Mannox. Das wird nie wieder vorkommen. Nie wieder. Die nehmen Killer Agnes mit und keiner wird mehr drüber reden, dass sie den. Also es wird niemand fragen, sag mal, der Mannox oder wie der hieß, der Maddox oder wie der hieß, wie ist denn der eigentlich damals mitten in der Krankenstation einfach so ums Leben gekommen, ohne dass irgendwie die Alarm. Sag mal, Agnes, warst du nicht da mal dumm? Es wird nie wieder vorkommen. Ich ja, fresse vor laufender Kamera ein Salzkaramellbonbon in Lakritz. Salzkaramell, ich hasse sowas, ja, vor laufender Kamera. Es wird nicht passieren. Also wird hier auch der Book hat Buße getan. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Der Typ hat, die sagen doch am Anfang der 8. Folge, Alter, der Typ hat uns beklaut, der hat Prototypentechnologie mitgehen lassen, Spurenantrieb 2.0, in sein Zauberraumschiff halt reingebastelt. Wenn wir das öffentlich machen, dann verlieren wir als Föderation unser Gesicht. Das können wir nicht, das können wir einfach nicht bringen. Du musst den zurückholen oder ihn abschießen oder was auch immer. Deswegen hast du hier die Sicherheitsoffizierin dabei, die wir alle vergessen haben. Die hat den Revolver in der Hand und ist jederzeit schussbereit. Wir müssen den aufhalten, egal wie. So, dann haben sie eine andere Möglichkeit gefunden, ihn aufzuhalten. 10 Tage Zeit zum Warten. Aber die müssen den doch trotzdem in den Knast bringen. Der hat doch trotzdem die Verbrechen begangen.
die Zukunft zerbrechen. Dann wäre doch die Michael, wird ja gar nicht mehr rauskommen. Ja, deswegen meine ich ja, die sind halt inkonsequent in ihrer. Natürlich. Was machen sie mit dem anderen? Was machen sie mit Tarka? Der wird der natürlich muss eingesperrt werden, ne? Ja, sicher, weil der hat ja, der war ja dann kein Main-Character. Der war ja dann böse und der hat ja am Ende das Ding dann auch eine. Der Booker hat vorher schon gesagt, ah ja gut, okay, hast recht, meine ich. Das ist, und die Schäden an der Discovery, das ist ja, dass ich meine, das ist ja. Ja gut, aber die hatten ja noch Steuerzahler. Nee, da ist ja gar nicht wirklich was kaputt gegangen. Das ist ja, die haben ja noch 20% Schild gehabt. So. Aber das ist jetzt mal hier eine ernst gemeinte Frage an die Hardcore-Trackies, jetzt sowohl im Stream als auch die, die das später als Podcast hören. Jetzt mal ohne Witz. Wenn die Menschheit oder die im 3030. Jahrhundert, ja, nicht mehr für Geld arbeitet, aus welchen Ressourcen werden dann die ganzen Raumschiffe gebaut? Also von welchen Steuermitteln? Also haben die doch in der Staffel vorher erklärt, wie das passiert. Ja? Was kommt aus den Replikatoren raus? Ja, aber kannst du nicht ein ganzes Schiff replizieren oder replizierst du Einzelteile und baust dann daraus? Natürlich, die sind aus Kacke. Das ist doch gehört. Die haben es doch erklärt, wie es funktioniert. Der Apfel, den sie gerade essen, ist aus Scheiße. Das hat der so gesagt. Ich weiß, warum sollte so denn nur der Apfel aus Scheiße sein? Es ist alles aus Kacke. Ja, aber es können doch keine Pappmaché-Raumschiffe aus DDR-Produktion sein, ne? Der wäre so, Moment mal. Also, du redest hier mit einem ehemaligen Bürger der DDR, ne? Also, das war nicht alles schlecht, was wir früher hatten. Nein, aber das muss. Das sind doch keine Plastikschiffe. Also, du kannst ja aus Rohmaterie kannst du ja alles wiederum replizieren. Es sind ja nur Atome, die du neu anordnest. Und natürlich kannst du aus Kacke auch Stahl machen. Oder, na, warte mal, gibt es bei Star Trek Dura transparentes Aluminium machen? Natürlich. Warum denn nicht? Also was soll gut, ich denn daran machen? Und die kostet dann nichts. Also gut, dann verstehst du so. Und dann haben wir den Umkehrschluss, weshalb der Booker nicht bestraft wird, weil die Schiffe, die Schüsse auf das Scheißschiff, ja, sowieso völlig irrelevant sind. Ich habe dir jetzt ein ganz neues, eine ganz neue Perspektive auf Star Trek. Ja, das ist, warum sollen denn nur die Äpfel aus Kacke sein? Es ist alles aus Kacke. Das erklärt natürlich auch die Qualität dieser Serie. Ja, herrlich, genau. Ja, cool. Pass mal auf, wenn du das dem Michael erzählst, der macht aus, der hat keinen Bock mehr. Nee, also, das Wirtschaftssystem bei Star Trek, so, okay, kein Geld, ne, haben wir ja alle in First Contact erfahren, hat Picard, hat das ja erklärt, dass das halt, ne, haben wir nicht mehr mit Geld und so, das machen wir jetzt anders. Das Grundproblem ist ja die Energie. Wenn wir unendlich viel Energie haben, dann müssen wir den ganzen anderen Quatsch nicht mehr haben. Und das haben sie ja gelöst bei Star Trek. Mhm. Die haben da ihre Dilithiumkristalle, die bauen sie irgendwo ab, die geben unendlich viel Energie, die können sie überall einbasteln. Fusionsgeneratoren haben sie auch. Das funktioniert. Da muss halt keiner mehr arbeiten. Der Typ, der den Replikator erfunden hat, der hat das ganze Problem gelöst, weil du kannst halt Atome neu anordnen, dann kannst du alles replizieren, was du haben willst. Insofern gibt es ja keinen Need mehr für irgendwas. Wenn dir was kaputt geht, machst du es einfach neu. Brauchst du halt nur Replikator, der groß genug ist. Und so wird das laufen, denke ich mal. Also, wenn was kaputt ist, dann replizierst du es dir halt neu. Muss halt nur möglichst viel Toilettengänge geben. In diesem Sinne würde ich sagen, packen wir es für heute mal zusammen, denn ich muss auch langsam mal, bis hier 2 Liter Wasser getrunken. Ja, ist schon spät. Ne? Gutes Stichwort. Wenn euch das heute hier gefallen hat, dann Däumelein nach oben. Ich habe es eingangs schon mal gesagt. Lasst doch mal ein Abo da bei Twitch und bei YouTube. Und natürlich auch, wenn ihr es noch nicht getan habt, macht mal ein Review bei iTunes, bei Podcast Addict oder bei Spotify. Das hilft dem Algorithmus dabei, unsere Show nach oben zu spülen und dann können noch mehr Leute den wahren Nerdizismus hören. Und lieber Gordon, wo kann man denn mehr von dir hören? Das ist genau das Gleiche, bloß da suchst du nicht nach Nerdizismus, da suchst du nach dem Videogamecast. Ein Wort, einfach mal danach googeln. Du kannst das im Grunde, alles, was Chris gesagt hat, kannst du auch für uns sagen. Na, wir machen das auch schon eine ganze Weile und haben ganz viele Podcast-Folgen. Wir streamen auch regelmäßig. Aber das erfahrt ihr alles, ne, wenn ihr im Internet danach sucht. Was und auch ist bei die aktuelle Folge? Worum geht's? Oh, da hast du mich jetzt aber kalt erwischt. Ich glaube, die aktuelle Folge dreht sich um Metroid, um die Spielereihe. Oh, okay. Kennst du ja noch, ne, von früher, der Roboter, der rumläuft, wo wir dann uns alle erschrocken haben, so, das ist ein Mädchen? genau, da gucken wir uns gerade alle Spiele an und parallel dazu haben wir noch, Spieleverfilmungen sind jetzt gerade weitergelaufen. Da kommt auch bald
denke ich, meine neue Folge raus, denn wir haben ja alle den Uncharted-Film gesehen. Ja, ich habe den Uncharted-Film in der Tat schon gesehen. Das Embargo ist rum. Ich könnte was drüber sagen, sage ich aber nicht. Vielleicht machen wir dazu was, weil bisher Michael wird es, glaube ich, nicht rechtzeitig schaffen. Dann wird es demnächst eine Folge geben zum neuen Batman-Film. Den schauen wir uns nächste Woche an. Dann geht es weiter mit The Walking Dead. Da ist der Andreas vom Discovery-Panel wieder dabei. Auch das wird es geben. Und den nächsten Track Nerds Stream wird es aller Voraussicht nach irgendwie so um den 7., 8. März rumgeben, wenn wir dann die Folgen 10 und 11 besprechen. Und dann wird es wahrscheinlich auch schon die erste Folge zu Picard geben, denn das, hatte ich ja eingangs schon gesagt, werden wir immer in Dreier-Schritten als Podcast nur veröffentlichen, also nicht als Livestream. Und zur letzten Folge Picard, der Folge 10, gibt es dann den großen Staffelrückblick dann wieder als Livestream. Gordon, vielen lieben Dank dir, dass du eingesprungen bist so spontan und es nochmal auf dich genommen hast, heute dir den Tag nochmal zu versüßen mit 2 Stunden Michaela. Euch, lieber Chat da draußen, vielen Dank, dass ihr auch heute wieder so lange dabei wart und uns die Treue gehalten habt und auch so fleißig mitgemacht habt im Chat. Für alle, die ein bisschen später eingeschaltet haben, ihr könnt ja noch zurückspulen und wem jetzt hier das an manchen Stellen heute mit dem Stream ein bisschen zu hackelig war, weil YouTube, glaube ich, heute etwas gesponnen hat, dem sei an Stellen natürlich auch empfohlen, das Ganze nochmal als Podcast in einer etwas gekürzten und umgeähten, ja, entledigten Version zu hören. In diesem Sinne, also vielen Dank dafür und machtet Jod, bis die Tage und tschüss. Ciao. Danke. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.